Digga, so ein raffinierter Hund. Digga, 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 Digga. Hi, ich bin Dennis. Meine Rolle ist die des Odins. Und Odin hat die Fähigkeit, dass er einen seiner Mitspieler vor Verletzungen schützen kann. Ja, hallo, ich bin die Nadine, ich spiele die Brunhild. Sie hat die Fähigkeit, halt andere Fähigkeiten zu blockieren. Ja, hi, Jones hier. Ich bin heute die Sif. Meine Fähigkeit ist, einmal einen Gott zu verletzen und ihm gleichzeitig auch eine Stimme mehr im Votum zu schenken. Ja, und ich bin gespannt, wo die Reise hinführt. Bis später. Hallo, ich bin Jasmin. Ich spiele heute den Thor und ich kann einen anderen Gott verwunden und ihm gleichzeitig eine Stimme abziehen. Ja, ich bin der Digger und ich spiele heute die Idun und die Idun hat die Fähigkeit, dass ich eine Verletzung von irgendeiner anderen Gottheit heilen kann. Ja, hey, ich bin Matthias und ich spiele den Nerd. Der Nerd kann, wenn ein anderer Gott verletzt ist, seine Fähigkeit verwenden, als ob er an dieser Stelle dann sitzt. Hi, ich spiele den Heimdall. Meine Fähigkeit ist, ein Plättchen zu vergeben, das plus eine Stimme gibt. Ja, und das ist eigentlich alles, was ich in dem Spiel tue. Und dann schauen wir mal, wie es wird. Hi, ich bin der René und ich spiele den Balder heute. Der hat die Fähigkeit, dass er eine Stimme von jemand anderem korrumpieren kann. Dann muss diese Person sich meiner Stimme quasi fügen in der Abstimmung. Ich habe richtig Bock und ich denke, ich werde das rocken. So, hi, ich bin Rocky und ich bin in diesem bezaubernden Spiel die wunderschöne Freya. Und mit meiner Fähigkeit kann ich Leute, die zur Abstimmung gewählt werden, mit 2 Plus oder 2 Gegenstimmen, kann ich sie entweder davor bewahren, aus der Oberwelt in die Unterwelt abzuziehen oder eben in der Oberwelt belassen, wenn es darum gehen soll. Die Fähigkeit werde ich hoffentlich gut einsetzen. Ja, hallo, mein Name ist Martin. Ich spiele heute Skadi. Ich habe als Fähigkeit die Möglichkeit, von einem Mitspieler ein gespieltes Plättchen wieder zu entfernen. Ich bin der Till, hallo. Ich spiele heute den Loki. Ich habe die Fähigkeit, eine Aktionskarte von einem Mitspieler, die er ausgespielt hat, an mich zu ziehen. Das schließt die Wunden ein, aber auch das Orakel. Hallo, ich bin Andreas, der Brettspiel-Dude. Ich habe mich heute auch hier eingefunden zum Spielen und ich bin heute der Dvalin. Dvalin hat die Sonderfähigkeit, andere Leute davor zu beschützen, in die Unterwelt verbannt zu werden. Mega mächtige Fähigkeit, wie ich mir habe sagen lassen, und ich bin sehr gespannt, wie es nachher ausgeht. Ja, ich bin Christian und ich spiele Saga. Und Saga ist eine Schlüsselgötterfigur, weil Saga das Orakel halt kontrollieren kann, indem es das entweder einen Spieler nach links oder einen Spieler nach rechts verschiebt und deshalb eben in dem Informationssammlungsmechanismus des Spiels eine zentrale Rolle hat. Hi, ich bin der Hajo. Ich habe mir das Spiel ausgedacht, was heute gespielt wird, Götterdämmerung. Und das ist die Rolle, die ich abbekommen habe. Die Hel spiele ich heute und die kann jemanden in die Unterwelt verbannen, falls er verwundet ist. Also manche Rollen verwunden jemanden und die Hel kann dann verwundete Leute in die Unterwelt schicken. Ja, hi Leute, willkommen zurück. Ich hab's gerade übelst verkackt, deswegen müssen wir es nochmal neu machen. Aber ja, herzlich willkommen zu unserem Let's Play von Götterdämmerung. Wir haben uns in Essen im Unperfekthaus eingefunden und ich habe hier noch 13 andere Wahnsinnige um mich versammelt, auch alles Götter, genau wie ich. Und ja, wir werden versuchen, das gegnerische Team in die Unterwelt zu verbannen und damit das Spiel zu gewinnen. Das ist aber nicht mein Spiel, sondern das vom Hans-Joachim Höh, der sitzt quasi gegenüber von mir und der wird ein bisschen so durchs Spiel leiten. Ihr wisst ja schon, wie es funktioniert. Ihr habt gesehen, wer in welchem Team ist, das wissen wir natürlich alle nicht. Und ja, ich wünsche euch einfach dann viel Spaß. Ja, okay. Ja, schön, dass ihr hier seid. Wir starten dann auch direkt gleich durch. Das Spiel hat drei Phasen und das erste ist die Verschwörerphase, wo sich gleich das Verschwörerteam erkennen wird. Und ich würde sagen, wir hauen einfach rein. Also dann bitte alle Augen schließen. Und dann öffnen die Verschwörer die Augen. Das sollten vier sein, die sich jetzt erkennen und merken, wer die Teammates sind und dann schon jemanden in die Unterwelt verbannen dürfen. Alles klar? Okay.
Okay, dann können die Augen wieder geöffnet werden. Sveti hat aufgepasst und sagt uns an, wer verbannt wurde. Rocky. Dann hoffe ich, denke ich, die Karte ist nicht wieder auf der Kirche. Okay, die Freya ist schon in der Unterwelt. Jetzt kommen wir schon in die nächste Phase des Spiels. Das ist die Aktionsphase. Da wird am Anfang erstmal das Orakel gewürfelt. Eine 11 vom Odin aus. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Der Loki, der holt sich das immer, ne? Ja. Ich hab's gar nicht nötig, das zu tun. Gut, dann wird drei um die Welt würzen die Götter ihre Fähigkeiten. Der Odin fängt immer an. Odin darf jemanden davor schützen, verwundet zu werden. Das verbunden sind die Fähigkeiten der drei darauffolgenden Götter, Brünnhild, Sif und Thor. Odin. Odin möchte nicht. Brünnhild darf jemand verwunden, möchte aber anscheinend auch nicht. Die Sif darf jemand verwunden und ihm eine extra Stimme geben für das Abstimmungsverfahren. Ich weiß nicht, ich kann mich einigen, aber nicht. Nee, ich mach nichts. Auch die Sif möchte nicht. Der Thor darf jemand verwunden und ihm sein Stimmrecht entziehen für diese Runde. Nee, dann möchte ich eins machen, ja. Dann, ich mach nichts. Okay. Ich durfte jemanden heilen, ist ja keiner verwundet worden, das heißt, ich passe. Ja, meine Fähigkeit müsste auch darauf bauen, dass jemand verwundet ist, aber das ist ja auch nicht der Fall. Ich glaube, du stehst vor der Kamera, Heimdall. Sorry, ja. Wir haben ja noch drei andere. Der Heimdall darf jemandem eine extra Stimme geben im Abstimmungsverfahren. Ja, der, ey. Okay, das kriegt der Loki. Aha. Und dann ist der Ball da dran und darf jemanden zwingen, abzustimmen, wie er das möchte, falls sich das überhaupt unterscheidet. Dann darf die Freya ihr Plättchen vergeben. Das sind entweder zwei Rauf-Votes oder zwei Runter-Votes auf jemanden, über den wir potenziell abstimmen. Also wenn wir über die Person abstimmen, über den Gott, dann liegen schon extra Stimmen vor. Okay. Das sind Runterwurfs, ja? Ja. Okay. Downwurfs. Genau. Falls wir über Loki abstimmen würden, liegen da schon mal Stimmen aus. Dann kann die Skadi eines der ausliegenden Plättchen einfach entfernen. Nehme ich mir die hier vom Balder weg. Okay. Dann ist der Loki nicht mehr unter Zwang. Aber der Loki ist jetzt dran. Und kann irgendeins der ausliegenden Plättchen auf sich ziehen. Nee, er hat schon alle. Lustigerweise sind schon alle Plättchen beim Loki. Verdächtig. Ich überlege aber trotzdem. Warte, ich bin. Nein, kannst du nicht. Du kannst kein Plättchen ziehen, was so nicht ausgedehnt ist. Ja, ist ja weg, ganz weg. Nee, dann kann ich nichts. Dann kann der Dvalin jemandem Immunität vergeben. Das heißt, unser Gott ist auf jeden Fall. Okay. Das sind wir auch noch nicht erlebt. Gut, dann ist der Loki wohl anscheinend safe. Du lässt es das Rakel wird verschoben. Okay, es ist die Saga. Darf das Orakel eins nach links oder eins nach rechts geschieben, also vom Loki weg, in diesem Fall zu Skadi oder zu Dvalin. Das ist passiert. Und die Hel darf jemanden in die Unterwelt verbannen, der verwundet ist. Verwundet ist gar keiner. Insofern kann ich nichts machen. Das heißt, wir sind rum. Und jetzt kann die Skadi, jetzt schießen alle die Augen, und die Skadi darf bei einem beliebigen Gott unter das Affiliation-Plättchen runterschauen und erfahren, auf welcher Seite der entsprechende Gott oder die Göttin spielt. Das hat es gar nicht getan. Okay, dann können alle die Augen wieder öffnen. Dann ist die zweite Phase auch schon vorbei und wir sind in der dritten Phase der Diskussionsphase, wo wir jetzt alles besprechen können, was bis jetzt passiert ist und vielleicht jemanden anklagen. Was zum Teufel? Ich trau Loki nicht, so viele Karten, die dem zugeschoben wurden. Ich habe eine Frage, ist da, hast kann du nur was nicht stimmen. Böses und Gutes gesehen? Ich habe was Gutes gesehen und deswegen möchte ich auch nicht verraten, wen ich hätte, da geprüft habe. Ich hätte auch sogar noch, wenn das irgendwo anders ausgelegt hätte, das auch noch an mich gezogen, einfach damit. Ja, wenn schon, denn schon. Ne? Ja, wollen wir eine Trollrunde oder was? Ich weiß nicht, ich hätte beide geprüft. Also
Also ich habe nichts gemacht, weil ich finde, es ist für mich in der ersten Runde nur Sinn machen würde, Heal zu verwunden, wenn irgendwo schon eine Wunde liegt und Heal einfach jemanden töten könnte. Und da keine andere Wunde lag von meinen beiden Wundenkompagnons vor mir, habe ich verzichtet. Ich möchte mich auch kurz erklären. Ich werde gerade schon richtig angekommen. Das musst du auch. Das musst du definitiv. Nee, ich habe einfach das Orakel von Loki entfernt, weil ich dachte, wenn wir später das Orakel zu Loki zuspielen wollen, dann können wir das tun. Mhm. Aber jetzt einfach Loki direkt den ersten Orakel-Check zu überlassen, ist halt meine... Also ich habe es einfach entfernt, weil ich dachte, wenn wir wollen, dass Loki Orakel, kann das später im Spiel passieren. Ja. Aber jetzt... Für den ersten Orakel. Das ist gar nicht mal das Entscheidende. Warum brauchtest du Hayos Erlaubnis? Aus psychologischen Gründen. Nee, weil Hayo vorher bei allen Göttern vorher erklärt hat, was sie machen, aber bei mir abgewartet hat, sodass ich dachte, ich habe halt eigentlich gewartet, meine Fähigkeit einzusetzen, bis Hayo sagt, Saga kann jetzt das Orakel verschieben. Okay. Ja, das ist plausibel. Das ist mir auch aufgefallen. Ja gut, okay. Wenn dadurch, dass er jetzt auch so schnell kam, also, dass du das gemacht hast, finde ich aber durchaus plausibel, glaube ich. Tatsächlich. Ja. Also, bei jedem anderen Spieler hätte ich es liegen lassen, aber ich dachte halt, bei Loki ist es irgendwie... Also, ich meine, es macht im Endeffekt keinen Unterschied. Nee, genau. Ich habe gesehen, dass man es machen könnte, aber es macht keinen Unterschied, weil wenn ich es... Außer du bist blockiert, dann macht es einen Unterschied. Ja. Weil dann bleibt es die ganze Zeit bei mir, also insofern minimal. Also meinst du, was ich noch sagen kann, ich habe überlegt, es zu Dvalin zu schieben. Aber nach diesem Dvalin-Move dachte ich, dass es irgendwie. Dachte ich, dass ich irgendwie nicht von Loki zu Dvalin verschieben kann. Dann hat aber auch Skadi dieselbe, weil Skadi hat auch die Fähigkeit von Baldur von mir weggenommen. Also ja, aber dieses Dvalin-Ding ist schon krasser. Also ich Dvalin nicht orakeln zu lassen, war schon vernünftig, denn er hat jemandem Immunität gegeben. Genau, ich habe ihm Immunität gegeben, weil er die ganze Zeit voll gedisst wurde von den Leuten vorher. Und ich fand, das ist überhaupt... Stimmt überhaupt nicht. Natürlich. Ich habe eine Plusstimme gegeben. Plus zwei Downvotes zum Beispiel. Und da habe ich mir gedacht, das macht überhaupt keinen Sinn, den jetzt direkt in der ersten Runde... Ganz kurz, die Logik, wenn keiner eine Karte gibt, haben wir kein Diskussionspotenzial. Es ist aber auch nicht gut, wenn wir unendlich über random Moves diskutieren, die ihr nur gemacht habt, weil ihr eine Karte geben wolltet. Also ich finde, sowieso, Freya ist relativ safe, weil Freya ist ja schon in der Unterwelt. Ja. Insofern, außerdem bin ich allein. Ich war jetzt nicht begeistert, aber es ist mir jetzt... Genau, also eigentlich hätte man alles Gute auf Freya legen müssen, also... Das ist zwar vollkommen richtig, aber das führt halt auch nicht dazu, dass irgendwas passiert. Das hatten wir schon öfters, dass man einfach auf den ersten Toten legt und dann wird das so abgeschämmelt als, das ist der typische Ich-bin-gut-Move, um sich zu covern oder ähnliches, das habe ich einfach irgendwo anders hingelegt. Ja gut, wir haben jetzt aber Folgendes, wir haben jetzt so eine Trollrunde, aus der wir gar nicht an Informationen ziehen können. Aber Skadi muss vor dem nächsten, also bevor das nächste Orakel verrät, wen es gecheckt hat, sagen, wen es gecheckt hat, weil wir sonst die Situation haben, ach ja, den habe ich auch gecheckt. Nein, es kann ein Doppelcheck erfolgen, aber er darf nicht, denn so... Ich finde, was Jago sagt, ist gar nicht mal so doof, weil wir hatten das schon öfter, dass man gerade als Verschwörer gerne auf Meinungen aufspringt. Dass man dann sagt, das habe ich auch schon so gesehen und ich habe dann ebenfalls so gecheckt und dann... Er kann sich jetzt beliebig einen überlegen, quasi, auf dessen Zug er irgendwann mal springt, nur um sich selbst... Das stimmt, aber wir haben ja schon oft darüber geredet, dass die Information, wer gut ist, im Endgame super entscheidend sein kann und die ja zurückzuhalten möglicherweise dann einen strategischen Vorteil bietet, wenn wir eine Runde spielen, in der wir generell wenig rausfinden. Ja, also, dann bin ich... Wir werden jetzt auch keine anklagen, oder? Ja, also, dann würde ich sagen, wir gehen in die Nacht. Ja. Okay. Gut, dann alle Augen schließen. Wie man gesehen hat, das Anklageverfahren ist optional. Wenn die Gruppe meint, es gibt keinen Grund, jemanden anzuklagen, dann kann auch niemand angeklagt werden. Und das war jetzt der Fall. So, alle Augen sind geschlossen. Und jetzt Verschwörerphase. Die Verschwörer öffnen die Augen und suchen sich ihr nächstes Verbannungsopfer aus. Gut, dann können die Augen wieder geöffnet werden. Heimdall.
Alle Plättchen zurück zum Besitzer. Das Orakel weitergewürfelt um 6 Positionen. So, Brünhild. Und dann darf der Odin wieder beginnen, als erster seine Fähigkeit zu verwenden. In diesem Fall jemanden vor Wunden zu schützen. Laufer? Odin möchte nicht. Dann darf die Brünhild jemanden verwunden. Nee. Brünhild weiß nicht, wofür der Speer gut ist. Doch. Muss ja jetzt hier mal was passieren. Die Sif weiß, wie es mit dem Schwert auf jeden Fall gemacht wird. So, die Hel ist verwundet und hat eine extra Stimme. Dann ist der Tor dran. Darf jemand verwunden und eine Stimme entziehen. Die Stimmen sind natürlich für das Abstimmungsverfahren wichtig, wenn jemand angeklagt ist. Das haben wir vorhin weggelassen, weil wir niemanden anklagen wollten. Nein. Der Tor mag auch nicht. Ich heile niemanden. Idun mag nicht heilen. Ich verwende meine Fähigkeit auch nicht. Der Heimler gibt die extra Stimme an die Freya. Dann ist der Ball da dran. Dann zwingt die Skadi so zu stimmen, wie der Ball da das möchte. Dann kann die Freya zwei. Ich mach nichts. Okay. Zwei Raufer darunter stimmen möchte die Freya nicht vergeben. Und dann kann die Skadi ein Plättchen, was vergeben wurde, entfernen. Ja, ganz klar, ich entferne das, was Balder auf mich hingelegt hat. Darf ich das? Darf ich das? Ja, ne? Ja, das ist ja klar, darf ich das. Das ist ja keine Wunde. Ja. Darf ich das? Ja. Was? Von einem Mitspieler gibt es nicht. Achso, von einem Mitspieler natürlich. Ja, ja. Achso. Ich hatte mich entdeckt, hier keiner die Regeln. Ja, ja. Das ist das, wer hat sich das ausgedacht? Ich frage mal eben bei Borg Game Geek. Gut, dann mache ich gar nichts. Dann kann der Loki irgendein Plättchen an sich reißen. Nee, so viel Antworten möchte ich nicht. Okay. Der Dvalin kann jemandem Immunität geben. Das darf ich ja nicht. Nee, das darf nicht der Loki sein, denn der war gerade schon immun. Der Dvalin ist der einzige Gott, der abwechseln muss. Mit seiner Fähigkeit. Und die Saga ist immun und ist jetzt auch dran. Ich mach gar nichts. Ich lasse das Orakel da liegen, wo es liegt. Okay, gut. Die Hel ist wohnisch, deswegen darf sie nicht. Und das heißt, wir sind durch. Alle Leute schließen die Augen, außer die Brünhild. Die Brünhild darf irgendwem jetzt überprüfen, der sich in der Oberwelt befindet. Also zwei Leute schalten schon aus, da darf nicht geguckt werden. Und die anderen stehen noch zur Verfügung für das Überprüfungsverfahren. Okay. Ich habe jemand Gutes gesehen. Okay, wir sind in einer Diskussionsphase jetzt. Genau, jetzt müssen wir uns überlegen, wen wir bitten wollen, zuerst was zu sagen. Also jetzt haben wir zwei Leute, die zwei... Jetzt haben wir... Genau, wir haben zwei verschiedene Leute, die von zwei hoffentlich verschiedenen Leuten sagen, dass sie gut sind. Und jetzt kann man so langsam diese Informationen auch preisgeben, weil die Verschwörer jetzt nicht mehr schnell genug hinterherkommen, diese Leute alle in der Verschwörungsphase loszuwerden. Ich gebe dir dann den Vorzug... Dann ich, kannst du nicht sagen, ich habe die gleiche Person geschickt. Aber du kannst doch sagen. Ja. Könnte ich natürlich auch. Ich kann aber schon mal so viel sagen. Ich habe die Person gecheckt und auch nicht blockiert, weil ich wissen wollte, wie die halt agiert. Und die agiert halt nicht sehr random.
Nicht sehr random. Okay, doch, also ich kann. Also, ja, wir wollen, glaube ich, die Skadi zuerst haben. Wir haben ja gesagt, wir haben eine gute Person gesehen und ich habe Loki gecheckt und er ist gut. Ja, und ich den Nachbarn. Weil Immunität ist wirklich eine gute Fähigkeit und wenn die dann nachher als böse eingesetzt wird, ist das... Ja, das macht auch so mehr. Vor allem, wenn man so spielt. Nein, du möchtest... Nein, du möchtest dich... ja, klar. Jetzt ist natürlich die Frage, ne? Nadine sagt, dass du gut bist und wir müssen jetzt erstmal davon ausgehen, einfach, dass Nadine da die Wahrheit erzählt, aber das ist schon, schon krass, wie du mit der Immunität um dich wirfst. Bei vor allem auch noch Chris. Der Chris macht sich halt auch mega verdächtig momentan. So. Wodurch? Ich weiß nicht, durch seine Art, wie er so... Guck mal, aussehen. Lieber Brian, ich kann dir auf jeden Fall schon mal sagen, ich halte dieses Immunitätsding für super schwachsinnig. Ich war bis dann sehr zurückhaltend mit meiner Wunde und Minusstimme, aber nicht mehr lange. Ich muss ihn jetzt auch mal verteidigen. Die Chance, dass er einen von den guten Spielern erwischt, ist im Moment relativ hoch. Ja. Der erste Spieler, den er erwischt hat, wurde gerade von jemandem gut gesprochen. Und das war halt auch Zufall. Er hat jetzt halt die Spieler neben sich geschützt. Es macht in dem Punkt im Spiel auch wahrscheinlich überhaupt keinen Unterschied, ob er jetzt richtig. Das macht oder ja, nicht. Schon, ja. Also es ist ein bisschen random, aber es ist auch nicht schädlich. Ja. Also es wäre viel schädlicher, wenn Hale random Leute exekutieren würde. Nicht ja, immer. Wir haben nicht immer. Insofern ist es eigentlich auch gut, dass wir den Check haben, sag ich mal, auch wenn er nicht super aussagekräftig ist, weil dieses Verhalten natürlich würde irgendwann dazu führen, dass wir halt alles, was du tust, gar nicht mehr interpretieren würden in irgendeine Richtung. So. Darum ging es eigentlich. So. Als ich gerade erst beim ersten Zug da gelegt habe, irgendwie haben alle sofort gesagt, ja, du bist es. So, ja. Deswegen wollte ich es vermeiden. Gut, aber das Problem ist, Leute, wir wissen nichts. Genau. So, ja, was wir wissen halt ziemlich viel. Okay. Also, ja gut, wir wissen, wir wissen jetzt, dass Loki und Valin wahrscheinlich gut sind. Höher wahrscheinlich als andere. Und ja. die sowieso jetzt gestorben sind, kann man auch ausschließen, ja. dass die böse sind. Die Seite vom Tisch ist eigentlich quasi schon fast raus. Das muss man also das finde ich jetzt übertrieben, das zu sagen. Mhm. Wir wissen bloß, dass auf jeden Fall... ich und er eine Gruppe sind, Valin und Brunhild. Nein, Skadi und die gar nichts damit zu tun. Skadi und Brunhild wissen wir echt gar nichts. Gar nichts. Die können random einfach irgendjemanden gut gesprochen haben. Das hat überhaupt gar nichts damit zu tun. Ja, also eigentlich wissen wir nicht so viel. Also wie ich euch gerne widersprechen. Ich finde Valin auch, wir kennen im Prinzip viel gut, wenn wir den Text vertrauen. Aber wir kennen dann nicht viel Gute, weil wir trotzdem nicht wissen, was mit denen ist. Woher sollen wir das denn wissen? Zwei Tote, zwei Gute. Ah ja, stimmt, okay, die zwei Toten dazu gezählt. Wobei ich auch nochmal kurz zumindest über den Fakt reden will, ich finde die Verbannung irgendwie weirdly, also keine Ahnung. Von Heimdall? Ja, von beiden irgendwie, oder? Ja, aber das ist doch das ist doch ein gutes Play rein theoretisch. Man verbannt irgendjemanden, der gar nichts mit der Diskussionsrunde zu tun hat. Das heißt also, man lässt immer offen... dass sich zwei Parteien gegeneinander in die Köpfe bekommen, die vielleicht sogar gut sind. Also Heimdall und Freya haben tatsächlich erstmal gar nichts von sich preisgegeben. Ist sowieso relativ wenig erzählt worden, aber rein theoretisch gut. Das eröffnet uns einfach keine Informationen. Was wir nur wissen, ist, dass wir jetzt Valin und Loki nicht unbedingt in den Kreis der Verdächtigen ziehen müssen. Was mich jetzt mal interessieren würde, warum... ich das jetzt richtig sehen? Lauter bitte. Skadi. Warum Freya jetzt Skadi? Nein, beide. Warum ich seine Stimme nehme, weil ich weil ich das vorhin schon nicht so gut fand mit dieser Zurückhaltung der Information. Außerdem bin ich mir bei ihm jetzt gerade nicht sicher und ich finde, dass die Stimme bei mir immer besser angelegt ist als bei anderen. Also wenn du konsequent wärst, müsstest du es nur einen nehmen. Warum? Richtig. Weil er zwei Stimmen hat. Richtig. Das war mir gerade zu dem Zeitpunkt gar nicht so wichtig. Ja gut, aber er ist halt auch der Einzige, der irgendwas weiß, ob du ihm jetzt glaubst oder nicht, sozusagen. Und ich würde eher sagen, also ich finde auch, haben wir ja gerade schon gesagt, es so zu machen, ist ein legitimes Play. Also ist, man kann das so machen. Und er weiß erstmal auch mehr als die anderen. So. Also ich finde es auch eher...
Okay. Ist vielleicht dürftig, nicht hat super, jetzt aber auch super, ja, hat wirklich gar nicht so viel Hintergrund, wenn ich ehrlich sage. Sagst du? So. Jetzt ist die Frage, ich wollte noch wissen, Sif, warum hast du Hail blockiert? Ich weiß es eigentlich grob, aber ich will dich trotzdem nochmal dich dazu äußern lassen. Ich wollte einfach auf Nummer sicher gehen, dass er nicht irgendwen rauskicken kann. Und da ich ja gleichzeitig auch eine Stimme mehr vergebe, habe ich mir gedacht, das ist so ein bisschen Kräfte entziehen, aber gleichzeitig auch wieder eine Möglichkeit mehr geben. Also eigentlich ist das für mich ein neutrales Verhalten. Ja, aber er kann niemanden rausroten, der nicht verletzt ist. Und bis zu dir war noch niemand verletzt, also er hätte nur noch Vor nicht unter einem anderen getraut. Ja, aber dafür hat er ja die Stimme mehr. Also, ne, wenn irgendwas, das war halt mein Hintergedanke da dran. Also nichtsdestotrotz haben wir ja da auch eine Information bekommen über Njörd. Njörd hat ja die Fähigkeit von Hail nicht sich übernommen. Aber was hätte ich denn machen sollen? Ich hätte dann als Hail da gesessen und hätte sagen können, oh, ich kann auch keinen umbringen. Nee, doch, du hättest Hail umbringen können. Du hättest Hail mit... Echt? Ja, du hättest ihn mit seiner eigenen... Ja. Sollen wir mal zurückdrehen? seine Verletzung runter. Ja, gut, aber dass er es nicht wusste, bedeutet schon mal grundsätzlich, hat sie einfach nur gedacht, ich kann eh nichts damit machen. Ja, okay. Ja gut, also ich meine, das hätte ich jetzt auch nicht gemacht, weil es halt jetzt irgendwie ein bisschen sehr stark ist, aber das, sehr offensichtlich. Das Problem ist aber auch... Er hätte sie auch heilen können, ne? Hat er auch nicht getan. Ja, aber... Ja. Warum? weil gut ist und du vielleicht nicht gut bist. So, was anderes? Jetzt sind wir trotzdem im Dilemma. Können wir überhaupt, also gibt es noch die Möglichkeit, irgendwelche Informationen hier in der Runde zu erhalten? Ja, wir müssen jetzt, also Müssen wir? Ich bin auch der Meinung, dass wir auf jeden Fall irgendwas herausfinden müssen. Also, ja, wir finden nichts heraus, wir können jetzt random jemanden in die Unterwelt verbannen. Also ich sehe nicht, dass wir irgendwie ein klares Votum irgendwie haben, in die Unterwelt zu verbannen. Also wir haben erstmal eine 50-50 Chance, dass wir jemanden treffen, wenn wir davon ausgehen, dass alle, die schon nicht so tot oder gecheckt sind, gut sind. Also wenn noch nur... Nein, Entschuldigung. Dann müssen wir die Checks mit reinnehmen. So, ich glaube, wenn die Leute gecheckt haben, wenn wir denen auch noch Vorschusslorbeeren übergeben... Dann hätten wir eine 50-50-Chance. Ja, ich glaube, wir sollten... Ja, jetzt in der zweiten Runde wieder nichts zu machen, ist... Ja, ich weiß, wir sind aber 14 Leute, also das ist ein bisschen... Also, wenn wir jetzt nur 10 wären und in der zweiten Runde, ist ein bisschen anders, als wenn wir 14 wären. Ich habe absolut keine Ahnung. Aber die Frage ist auch, wie generieren wir jetzt Informationen? Also klar ist doch irgendwie... Leute checken. Ja, aber also ist die Frage, jetzt sind ja wir wieder an der Frage, checken wir da jetzt wieder rum oder checken wir wieder wen anders, was ja meine Strategie ist, also wieder eine neue Baustelle aufzumachen. Was? Ja, eine neue Baustelle, ja. Also ich würde auf jeden Fall eine neue Baustelle sagen, weil also wir haben keine Widersprüche wir haben keine Widersprüche, so dass wir dürfen jetzt auf keinen Fall irgendwie sagen, so... Was das also ich glaube aber, Idun ist böse, nein, ne? Wir sollten aber ich bin nicht böse. Wir sollten aber... Diesmal nicht. Wir sollten aber darüber reden, was passiert, wenn der Orakelcheck ist, weil er bestätigt mich, sie bestätigt ihn. Das heißt, wenn es jetzt auf jemanden fällt, der in der Unterwelt ist und ich ziehe es dann an mich ran, haben wir wieder dieselbe Gruppe. Ja. Wir kommen nicht außerhalb dieser Gruppe rein. Ja, aber wenn du es an dich ranziehst, stimmt. Darf ich was anderes sagen? Wobei, nehmen wir an, die Leute, die da in der Unterwelt sind, dann könnte ich das Orakel ja auch auf Balder oder Njörd Also es wird eigentlich immer so bleiben, wir wählen jetzt schon fast zu viel Information, wenn wir das sagen. Ja, einen Moment. Es wird so bleiben. Eine Sache habe ich noch. Da genug Play ist, bitte. Ich habe ihn gerade eben verletzt, also ne, Hell. Und der Einzige, der sonst noch hätte verletzen können, wäre Thor gewesen. Das heißt, wenn er nicht hundertprozentig weiß, dass er im anderen Team ist, hätte er ihn geheilt. Oder sehe ich das falsch? Weil er hätte entweder damit terminieren können oder bestätigen können, dass der Nächste, weil er wusste ja nicht, dass er nicht weiß, dass er mit seiner Karte nicht die Fähigkeit hat. Es bringt aber auch gar nichts. Aber ich glaube, er hat einfach Angst vor dieser mächtigen Fähigkeit. Also, es bringt auch gar nichts. Er, nur Njörd, er müsste wissen, es würde eher eine Aussage über Njörd zu lassen, weil er kann sowieso niemanden rausvoten, wenn er verletzt ist. Kann niemand mehr verletzt werden. Und das würde eher heißen, dass die beiden, also das würde eher für die Aussage sprechen, dass die beiden wissen, wie sie agieren. Untereinander. Also aber glaub, das ist jetzt auch ein bisschen also weit. Ich glaube, dass wir hier nicht auf einen grünen Zweig kommen und nur Informationen generieren, die eigentlich den Bösen, wenn überhaupt, helfen, wenn überhaupt. Ich glaube eher, dass wir gar keine Informationen aktuell wirklich gut generieren können, die uns irgendwie weiterbringen. Deshalb würde ich gerne vorschlagen, dass wir ohne weitere Diskussion in die Nachtphase gehen und das nächste Wagen. Ich hätte noch eine Frage. Vielleicht noch sagen, also
Wenn wir jetzt wirklich Angst haben, dass das in dieser Richtung ist, können wir auch mit dem Loki wird verletzt und ich nehme mir das Orakel, das hier hinbringen. Also da muss ja auch nicht unbedingt ich orakeln, dann kann es auch auf Idun verschoben werden. Ich wollte es nur sagen, wenn es das Schlimmste überhaupt ist, kriegen wir es auch aus dieser Ecke wieder raus. Ich bin auch dagegen, weil wir haben jetzt hier zwei und wir haben noch nicht ein komplettes Deadlock. Also, Balder hat noch nichts gesehen, also man kann immer noch, also Saga kann immer noch auf Balder schieben. Aber mal ganz im Ernst, Dvalin und Loki sind doch jetzt momentan potenziell die beiden Guten. Die können nicht beide in einer Runde rausgenommen werden. Und Loki kann das Orakel auf sich ziehen. Und Saga kann es dann verschieben auf Dvalin. Also wir können auf jeden Fall dafür sorgen, dass in der nächsten Runde jemand, den wir potenziell für gut befinden, checken kann. Und das sollten wir auch tun. Wir sind aber dann sozusagen wieder in denselben Gang lang. Also ich weiß nicht, das ist für mich wichtiger als jetzt nochmal irgendein Random-Check. Klar, wir können, vielleicht haben wir am Ende jemanden, der dem widerspricht, aber viel besser wäre doch, wenn einer von euch beiden den Bösen findet. Und das wäre doch dann zu 80% eine glaubwürdige Aussage. Also ich bin dabei. Ich wäre auch nicht dagegen, das Orakel auf Dvalin zu schieben, sofern er nicht stirbt. Und wenn das Orakel, auf wen auch immer jetzt das Orakel fällt, wir haben jetzt gerade, nehmen wir mal an, dass die 6 Spieler, die gecheckt haben, gecheckt wurden oder tot sind, alle gut wären, dann ist es immer noch wahrscheinlich das Beste, dass wer immer als nächstes das Orakel bekommt, einen von den übrigen Spielern checkt. Ja. Können wir mal eben das wäre ich, Hajo, Saga, Hel, Odin, Brunhild, Sif und also im Grunde die Ecke hier. Aber jetzt mal im Ernst. Gecheckt. Also es ist eigentlich essentiell, dass wir Hel checken. Also gerade jetzt, es sind zwei Runden durchgegangen. Also ich finde halt, wir sind mega blockiert, weil wir die ganze Zeit nicht wissen, was mit Hel und Nerd ist. Ja, ganz genau. So, wir müssen checken. So, ne? Ich habe jetzt gerade irgendwie mein Ding nicht auf Nerd gelegt, weil ich dachte, okay, die Schwelle, das jetzt von Hajo zu nehmen und zu machen, ist super hoch und es ist ja auch dann niemand anders verwundet außer ihm so. Sozusagen, wenn du ihn dann umbringst, ist das ja schon sozusagen mega offensichtlich. Deswegen habe ich es halt da nochmal gelassen. Aber ich finde halt, dass solange wir da keine Klarheit haben, sind wir mega blockiert hier. Das ist halt auch echt. Wobei hier, er kann das immer noch entfernen, ne? Hier das Nerd-Dingen. Stimmt, ja. Also, es ist. Und er hätte durchaus was tun können. Es ist alles nicht so wild. Okay. So, aber ich glaube, wir sind uns einig, dass wir nicht genug Informationen haben, um irgendjemanden in die Unterwelt zu verbannen. Ja, gut, aber also, wir können ja. Random. Nein, das meine ich nicht, aber ich sagte, wir können ja sinnvoll orakeln, das haben wir auch schon. Genau, ich finde auch, dass wir jetzt in der nächsten Runde, wir haben einen Plan eigentlich. Und je länger wir darüber reden, desto schlimmer, desto offen. Ja, das ist so. Das habe ich gerade schon eigentlich ausgeführt, dass ich gerne in die Nachtphase gehen würde, genau aus diesem Grund. Okay. Ja. Lass uns mal kurz den Tisch. Sollen wir genau den Tisch gerade rücken für alle mit uns? Nein, es geht nicht darum, sondern. Okay. Also wenn nicht im Weg steht und irgendjemand gegenditscht und dann sich verrät dadurch. Wir wollen nicht nochmal anfangen. Ja. Okay. Also ihr könnt gerne hier checken. Es ist aus meiner Sicht natürlich verschwendet, weil ich schon weiß, dass ich gut bin, aber es ist ja egal, also der Turn ist nicht so schlimm verschwendet, weil am Ende eben rauskommen wird, dass ich gut bin und deswegen die Hel als zur Verfügung stehen wird, Leute umzubringen. Und das eben ein super Vorteil ist für die Beschützer und deswegen ist es nicht super schrecklich, dass wir den Turn verlieren, wenn ihr das wollt. Bei mir genauso, übrigens. Also das werden wir alle sagen, ja, das werden alle sagen. So, jetzt will ich gerne in die Nachtphase gehen. Okay, alles klar. Danke. Gut, dann alle Augen schließen, wir gehen in die Verschwörerphase. Und die Verschwörer öffnen die Augen und wählen sich das nächste Opfer zur Verbannung aus. Okay. Gut, dann, wenn die Augen geöffnet werden. Und? Wer ist tot? Soll ich zeigen? Ja, klar. Der Beispiel gut. Dvalin. Okay, Plättchen zurück und ich würfel das Orakel. Ja.
Das habe ich jetzt davon, aber schütze ich alle. Ich benutze es jetzt einfach nicht. Freya, sehe ich das richtig? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ja. Okay, jetzt rakel ich bei Freya und dann fängt der Odin wieder an, sein Plättchen zu vergeben. Wo seid ihr? Danke. Na, ich nehm schon, ich nehm schon. Ich bin ja schon dabei, was. Grün verwundet die Hehl. Sif verwundet den Jörd. Sif verwundet den Jörd und gibt ihm die extra Stimme. Sekunde. Dann darf der Tor jemand verwunden und die Stimme entfernen. Also. Nee, nein. Dann darf Idun jemanden heilen, wahlweise die Hel oder den Njörd oder niemanden. War was spannend. Dann darf der Njörd sein Plättchen vergeben. Der Njörd kann die Fähigkeit von einem verwundeten Charakter übernehmen. Ja, dann ist der Heimball dran, vergibt seine Plusstimme an die Freya. Und der Baldar sagt, wer abstimmen soll wie er. Das ist in diesem Fall der Njörd. Was passiert denn hier gerade? Das sind ja alles so dann Sachen. Kann die Freya jemanden zwei Up- oder Downvotes verpassen, falls wir über den Gott abstimmen oder die Göttin. Downwards. Ja. Okay, dann kann die Skadi irgendeins der Plättchen entfernen. Lauter. Die Skadi darf eins der Plättchen entfernen. Skadi entfernt keins der Plättchen. Tilly, gut. Dann kann Loki irgendeins der Plättchen auf sich ziehen. Nö, tue ich nicht. Der einzige verletzte Charakter ist aktuell Hel, richtig? Ja. Hel. Und ja. Hel. Du kannst die Fähigkeit von Hel benutzen. Der einzige Charakter, den du töten könntest, wäre Hel, ja? Ja. Okay. Okay. Und Vardin macht die Hel immun. Ja, ich entscheide mich dann doch für Vielfalt gegenüber Einheitlichkeit. Mach erst mal. Okay, die Saga hat das Orakel von der Freya Balder geschoben. Und die Hel ist verwundet. Das heißt, sie kann nicht ihre Fähigkeit benutzen, aber stattdessen kann der Njörd die Fähigkeit der Hel benutzen. Aber es passiert da nichts, oder? Die Mund ist, kann ich das sowieso nicht machen. Genau. Dann, die einzige verwundete Person, die hier selbst ist, die geschützt wird vom Dwalin, kann der Njörd doch nichts machen. Das heißt, wir sind rum. Und jetzt dürfen alle die Augen schließen und der Baldar überprüft jemanden, der sich noch in der Oberwelt befindet. Okay. Und? So, dann sind wir in der Diskussionsphase. Okay, Leute, also. Es ist super strange. What? Super strange. Es ist mega krass. Jetzt bin ich gespannt. Also, warte mal bitte kurz. Warum nimmst du einen Ball an, den er dir rüberschiebt, dass du dich als Bösen outen kannst? Also, ich hätte es doch nicht machen. Also, ich hätte es auch nicht gemacht.
Ja, aber das kannst du jetzt behaupten, aber du hast deine Karte auf ihn gelegt. Ja, aber weil mich hier niemand vertraut. Ja, vor allen Dingen hat er ja, das selber. Moment, ich hatte das nicht. Moment! Damit habe ich dir jetzt den Megaball gemacht, mich zu checken, und du hättest mega gut sagen können, ach guck mal, da ist ja ein Böser. Dann hätte ich ziemlich viel über dich gewusst. Aber da du jetzt gerade offenbar sagen willst, dass das du ihn jetzt gut gesehen hast, weiß ich, wahr, dass du gut bist. Das ist tatsächlich wahr, dass er ist gut, und ich verstehe es absolut nicht. Ich verstehe es wirklich gar nicht. Ich hab Nerd gecheckt, weil ich finde, Hele ist wichtiger, aber das, was er getan hat, war absolut ein böser Move. Also das war das Einzige, was ich hätte machen können, und ich musste es nicht machen. Das war schon irgendwie shady. Ja, aber wir haben keine Informationen raus, wenn Dwayne das gemacht hat, was er getan hat. Wir haben nichts bekommen. Also, wenn Dwayne nichts getan hätte, hätten wir eine Information gehabt. Moment, wieder weniger. Ich kann. Das wäre okay gewesen. Wir hätten auch einen Bullsuit daraus gewollt. Das wäre okay gewesen. Also, ich denke mal. Ich tausche gerne Spieler gegen Spieler. Hallo. Ich denke mal, ich weiß, warum er das getan hat. Er wollte einfach vom Orakel im Prinzip provozieren, ihn zu checken, um dann sich als gut zu claimen. Also so habe ich das jetzt gerade verstanden, weil es gerade seine Intervention. Ja, und ich weiß ganz genau, was du jetzt... Also wenn du hättest mich ja ganz einfach als böse... Die Erklärung stimmt, ja. Du hast recht. Mega easy und total glaubwürdig gewesen. Und dann hätte ich 100% über dich gewusst. Und ja, aber das hättest du gewusst, aber kein anderer. Und keiner hätte dir geglaubt. Ja, letztendlich bist du gut, das stimmt. Und aber das vom ich weiß nicht, ja, du hättest damit eine Information gehabt, die du niemandem hättest teilen können, weil dir einfach niemand geglaubt hätte. Weil es auch keinen Grund dazu gegeben hätte. Weil er spielt dir den Ball zu. Was ich schon komisch fand. Ich wollte eigentlich Idun checken, um dann letztendlich eine Aussage darüber zu finden, ob das vielleicht sogar gewollt war, dass du ihn rausschmeißt. Aber ich... Es ist doch viel wichtiger zu wissen, ob ich bzw. Hehl gut oder böse bin. Dich habe ich das Orakel da nicht bei dir bzw. Weil ich auch vorhin schon gesagt habe, wenn die Baustelle, wenn das hier noch offen ist, kann Balder noch checken. Bloß wenn das vorbei ist, dann zieh ich es an mich. Ansonsten haben wir hier immer im selben Rattenloch. Ja, halte ich aber auch nicht viel von, weil eigentlich wäre es... Aber ich habe meine Philosophie vorhin erklärt, es ist nicht gegen diese Philosophie, obwohl ich mal die Verantwortung dann von mich drücke, ist schon wahr. Aber ich möchte jetzt gerne mal wissen, warum hat Idun überhaupt diese Baustelle aufgemacht? Ja, das finde ich, das glaube ich. Das finde ich viel... Ja. Wir drehen uns okay, kann ich aber gerne was zu sagen. Wir drehen uns die ganze Zeit hier quasi im Kreis, ja. Und dann brauchen wir einen, der zumindest eine Möglichkeit hat, etwas von sich zu verraten. Ja. So, und wenn er verletzt ist, ja, hat, ne, weil du deine Verletzung nicht gespielt hattest, diese Verletzung lag halt eben da drauf, habe ich die Möglichkeit gesehen, ich heile dich davon. So, dann können wir immer noch sehen, was du tust. Hätte das Orakel jetzt da gecheckt, du wärst vielleicht böse gewesen und es wäre ein vertrauenswürdiger Spieler gewesen, hättest du ihn umgebracht, ja, angenommen, wir hätten ihn geglaubt, dann würde ich jetzt schon mal denken, dass du ein Guter bist, ja. Du hast ihn jetzt gecheckt, er ist jetzt auch ein Guter, also habe ich eigentlich im Endeffekt jetzt auch was Gutes getan, genau das Richtige getan, das runterzunehmen und dir die Möglichkeit gegeben, als Guter hättest du ihn umlegen können, hätten wir es... Ja, aber die Logik krankt halt da, weil du ja als Guter nicht weißt, dass er gut ist. Ich finde es nicht schlüssig. Ja, das weißt du ja. Ja, aber das ist aber wenn wir jedem die Möglichkeit nehmen, ich meine, gut, der Dude hat die Möglichkeit jetzt dann gesperrt, dass er jetzt hätte handeln können. Offensichtlich war jetzt. Also es war irgendwie so, ja, ich heil dich und dann nehme ich mir die Fähigkeit. Da wurde noch einmal schick vorher verwundet. Aber einer muss aus sich raus. Einer muss ja mal irgendwas tun. Jetzt stehen wir wieder da, wo wir letzte Runde waren, finde ich. Ich habe da durch die Aktion. Ich muss aber Idun aber recht geben. Und wenn Dwalin wirklich gut ist, wovon wir eigentlich ausgehen können, ist das ja nur geraten, was da passiert. Und das war... Das war nicht so gut, weil wir wissen, wir hatten dann mehr Erfahrung über Idun und so konnten wir nichts erfahren, haben dann einen Oracle-Check auch noch verschwendet. Also wir hatten ja vorhin mal dieses Thema High um Erlaubnis fragen, ne? Dasselbe hat Christian gerade wieder getan, aber diesmal mit René. Und zwar sehr eindeutig aus meiner Sicht. Nein. Und das stört mich, weil... Das würde ich jetzt nicht bestätigen. Danke, dass du das gesagt hast. Er hat auch zu mir rübergeschaut, weil er nicht verstanden hat, warum ich das Orakel
Ich habe schon Mimik. Ja, ich hatte ein bisschen Angst nur, dass er es da lässt, weil ich gedacht habe, er checkt vielleicht nicht, dass er in der Unterwelt ist. Also ich wollte nicht, dass er das auf mich schiebt, ich wollte, dass er handelt. Ich kann eine Ausrede, aber ich glaube es nicht. Ich finde, man kann aus Gardis... Ich habe René eindringlich angeschaut, aus dem Grund, dass ich ihm eigentlich nicht so zum selben Maß vertraue wie Skadi und ich wirklich hart überlegt habe, das Orakel wieder auf Skadi zu legen, weil ich es eigentlich plausibler gefunden hätte. Aber ich finde auch, dass René in der Regel ganz vernünftig spielt. Und ich dachte, dass man aus jeden Fall aus der Art, wie er spielt, wahrscheinlich was lernen kann. Also es war wirklich für mich eine schwierige Entscheidung. Ich hätte sicherlich in beide Richtungen Wege gefunden, das für mich irgendwie zu rechtfertigen. Und ich habe dann wirklich letztendlich mal einfach René noch mal kurz angeschaut. Mir wäre es auch lieber gewesen, wenn das Orakel bei Loki gelandet wäre. Weil ich das auch sinnvoll finde. Ich möchte irgendwie nur eine Sache mal ganz allgemein feststellen. Viele Leute hier am Tisch spielen super informiert. Und informiert ist hier nur eine Seite. So. Das stimmt. Ja, aber ich kann sagen, halt, wie das Spiel ist. Also ich finde halt sowohl das, was du gerade ausgeführt hast, das, was du aus. Ich sitze hier die ganze Zeit und denke so, what the fuck, was soll ich tun? Und danach tun halt alle Leute irgendwie super geplante Dinge. Und ich denke die ganze Zeit so. Das, was ich gemacht habe, war okay. Nicht mega geplant. Aber ich möchte schon mal sagen, wie das Spiel aus meiner Sicht aussieht, ne? Um das jetzt mal schon mal früh ins Protokoll reinzukriegen. aus meiner Sicht, ich weiß, dass ich selber gut bin. Und wir haben quasi Orakel-Checks, die mit den Toten jetzt so fast diese Hälfte des Tisches ungefähr irgendwie zum Teil abdecken. Ja. Brunhild gehen wir auch erstmal vielleicht eher davon aus, dass sie gut ist. Also es ist jetzt natürlich alles mit super viel Unsicherheit verbunden. Aber es bleiben dann noch 5 Spieler übrig, von denen 4 böse sein könnten. Ich habe mich da jetzt rausgenommen. Eigentlich bin ich da auch mit drin. Also eigentlich 6 in den 4 Rennen. Weil ich weiß ja selber... Das klingt hier dramatischer, okay, danke, dass du das noch gesagt hast. Du hast ziemlich viel Angst zu agieren, weil du möchtest dich nicht in die Schusslinie bringen. Ja. Und das ist absoluter Blödsinn. Ich habe Chancen, die ich hatte, das Orakel zu bewegen, auch meine Chancen benutzt. Ich bin froh, dass... Verteidigungsregel? Ich muss ja sagen... Aus meiner Sicht, allein diese nonverbale Kommunikation, da muss ich nochmal drauf zurückkommen. Es war für mich so, also du hast gesagt, warum du es getan hast, aber ich glaube das einfach nicht. Und deshalb kann ich weder dir noch René vertrauen. Ich persönlich würde vorstellen, dass du... Wartest noch kurz, bevor du aussprichst. Ich möchte nicht weg von Ido. Ich traue der ganzen Sache. Genau, ich auch nicht. Ich finde das auch. Das ganze Play ist so mega. Genau, ich fand es auch total strange, dass ich auf einmal, wo wir in der Runde davor darüber gesprochen haben, auf einmal in der Lage war, Haie umzubringen. Warum? Es sind zwei Sachen passiert, die an dem Punkt, wo ich hier saß, und darauf gewartet habe, dass Saga seine Sachen macht, wo ich schon dachte, Alter, was überhaupt hier passiert ist, ergibt keinen Sinn. So, wir haben gesagt, wir wollen, dass der Loki das Orakel bekommt oder der Dvalin. Beides ist nicht passiert. War zu dem Zeitpunkt also schon ausgeschlossen, dass Skadi das bekommen... Das wollte ich auf gar keinen Fall, weil er schon dran war und weil wir von ihm eigentlich gar nichts wissen. So, dann ist das Zweite, was passiert ist, ist diese ganze Geschichte hier mit Njörd und Dingens. Und dass er das auch noch benutzt hat, finde ich so krass. Er hat es gelegt. Aber er hat ja ein Statement damit gesetzt, als er es gelegt hat. Seine Erklärung nach, die ziemlich schnell kam und dieses tatsächlich auch noch verifiziert, was ich gesehen habe. Er ist gut und es ist super strange, warum er das gemacht hat. Das war so ein bisschen Attention-Seeking, aber er hat nun mal leider das erreicht, was er wollte. Ich habe ihn gecheckt, er ist gut. Das heißt, also, wir haben jetzt immer noch 2 Personen, die potenziell das Orakel auf sich ziehen können, von denen wir mehr als 50% ausgehen können, dass sie gut sind. Und das ist tatsächlich noch eine Sache, wo ich sagen muss, das ist dieser Wehmutstropfen an dieser Runde, weil alles andere ist eigentlich schiefgelaufen. Ja. Also ohne den ganzen Parade zu fahren, aber eigentlich müsste jemand ihn gleich dagegen checken. Muss ich denn nochmal gecheckt werden? Also ich finde, diese Situation hier, wie er reagiert hat, das ist ja wohl 100%. Du hast den Beine für dich nicht gemacht. Du bist gut. Hallo, alle ein bisschen leise, einer nach dem anderen. Wer hat denn eigentlich gecheckt, dass der Ball da gut ist? Niemand. Exakt, danke für den Einwurf. Also ich glaube, René, ich glaube Balder, weil ich finde, du hast das einfach sehr überzeugend vorgetragen. Also ich glaube dir auch deine Verwirrung und dann denkst du, er ist böse, aber dann ist er gut und ich glaube dir das irgendwie einfach alles.
Ich persönlich würde halt eher irgendwie, ja. Ich würde halt Idun. Ja. So, ich finde für mich, ja. Auf mich wirkt das wie ein, du willst ja. Die Welt einfach nur brennen sehen. das ist ein böses Play. Ja. Ich hätte auch an deiner Stelle Idun gecheckt und nicht Enyard. Ich wollte aber Idun checken, aber ich hätte sowieso mal Hehl gecheckt. Aber wenn ich halt Idun als böse gecheckt hätte, wäre ich 100% davon ausgegangen, dass Nerd auch böse ist. Das ist aber tatsächlich einfach falsch und ich wollte das nicht so stehen lassen. Der Punkt ist ja, dass ich so oder so es nicht hätte machen müssen. Und nur die Dwalin-Aktion mich daran gehindert hat, mir zu zeigen. Ja, nein, ist ja. Doch, ja, nein, ja, gut, gut, deine Erklärung ist klar. Wenn Dwalin böse wäre und davon ausgehen müsste, dass du gut bist und du bist ja gut, dann hättest du und Hehl wäre gut, dann müsste er davon ausgehen, dass du ihn tötet, dass er Hehl tötet. Hä? Moment, scheiße. Also wenn... Wird wieder rausgeschickt, keine Sorge. Hervorragend. Also, als ich mir den Kopf überlegt habe, war das plausibler. Dann denk nochmal drüber nach. Dann ich denk nochmal drüber nach und guck mal. In der Zwischenzeit töten wir mal irgendwie aus dieser Ecke. Also tatsächlich, weil es gibt hier eigentlich. Ja, aber wo sollen die Bösen hier sitzen? Der Punkt ist ja einfach, wir haben jetzt schon. Hallo, dritte Runde und wir haben jetzt irgendwie schon zwei Leute random gekillt, offensichtlich. Oder offensichtlich nicht random, sondern irgendwie. Gezielt. Boshaft gezielt, genau, dankeschön. Und das ne, drei sogar schon, ne, genau. Und wenn wir jetzt quasi nichts machen, heißt das, es stirbt schon wieder jemand von den Guten? Das heißt, ja, wir können jetzt nichts machen, das ist klar. Das ja, ist das ja meine ich, genau. Aber die Frage ist halt, aufgrund welcher, wir haben jetzt ja irgendwie so mehrere Erklärungsmittel im Raum, aufgrund welcher. Also nochmal, es gibt einen eingegrenzten Kreis von Personen, die safer sind als andere. Ja, also diese ganze Check-Konstellation, ich würde auch René persönlich dazu zählen und damit irgendwie auch Nerd. Balder und damit irgendwie auch Nerd. Ja, aber das ist ja gerade das, was mich so stutzig macht. Balder wurde von niemandem gecheckt. Ja, das ist ja ganz normal, ja. Ja, woran sollen wir jetzt sicher sein, dass er jetzt im Prinzip zu den Guten gehört? Ich finde das auch nicht so, glaube ich. Und dann gleichzeitig dann auch dann auch als gut jetzt claimen. Ich glaube einfach bei dann. Also Freya hat auch recht. Ich glaube René, weil ich ihn kenne aufgrund seiner Körpersprache, aber das ist natürlich Bullshit. Also ne, logisch. Rein logisch gesehen kann es natürlich auch sein, dass die drei zusammenspielen. Das kann nämlich auch sein. Ja, aber die Sachen passen jetzt zusammen. Also der Balder hat ja auch den Nerd kontrolliert mit der Stimme. Also der Reed an der Stelle war ja schon so, was macht er da? Wieso ist jetzt das Plättchen hier gelandet? Und deswegen kriegt er jetzt schon mal sofort die Stimme abgezogen. Ja, das ist doch offensichtlich da, was da passiert. Ja. Noch vor dem Check. Stimmt. Also das passt doch zusammen. Das stimmt. Ich finde auch, dass weil das Spiel konsistent war und das stimmt eher unverdächtig. Aber ich finde, dazu sollten wir aber jetzt. Wir haben gerade eben gefragt, was können wir jetzt tun? Und ich bin da voll auf Jasmins Zug. Ich sage, Idun muss raus. Es gibt vier Verschwörer noch, die auf jeden Fall leben. Jeder andere hier hat irgendeine Ausrede rein theoretisch, warum er es jetzt nicht sein muss. Und Idun passt da absolut nicht rein und hat sich eigentlich auch mehr verdächtig gemacht als jeder andere. Ja, wenn du jetzt gerne noch dabei. Mal kurz eine... War das schon die Anklage? Nein, war noch keine Anklage. Nein, lass uns auf jeden Fall noch weiter. Dann muss das Wort Anklage drin vorkommen. Also, ohne Rede. Also ich möchte auf jeden Fall noch mal ganz gerne nochmal zu bedenken geben. Balder wurde nicht gecheckt. Der Zug von Jörg war mehr als strange. Wenn die jetzt beide tatsächlich in irgendeiner Weise beide Verschwörer sein sollen. Nein, aber Balder, was sagst du denn dann dazu, dass Balder ihm die Stimme weggenommen hat dann? Ja, das ist einfach das konsistente Play, dass man sagt, ja, ich bin kein Verschwörer. Das war halt schon irgendwie das auf beiden Reden. Richtig, vor allen Dingen, wenn dann nämlich dann, wenn das dann wirklich so. Ja. Glaub mir, ich hätte mir nichts lieber gewünscht, als ein rotes Plättchen zu ziehen und zu sagen, ey, der muss raus. Ja, aber leider kann ich das nicht. Also es geht ja darum, dass das so ein bisschen so aufkommt, als wenn ihr beide Verschwörer seid und ihr euch jetzt im Prinzip so gemacht hat, weil er gesehen hat, dass du das Orakel hast, dass du ihn dann checkst, ihn dann als gut claimst, wobei keiner feststellen kann, ob du tatsächlich Das geht vom Timing her nicht. Okay. An der Stelle, wo er seine Ballerfähigkeit benutzt auf den Nerd und damit signalisiert, dass es nicht okay, was der Nerd da macht,
ich bin nicht im selben Team oder ich das kommt mir misstrauisch vor. Das ist halt vorher. Zu dem Zeitpunkt weiß er noch nicht, dass er das Orakel haben wird. Zu dem Zeitpunkt weiß er noch nicht, dass er Orakel wird. Das heißt, das sind zwei Paar Schuhe und in der Zwischenzeit kann er sich neue Sachen überlegt haben und so weiter. Und aber das ist eben konsistent gespielt. Er hat da sozusagen gesagt, das passt mir nicht, was du gemacht hast, deswegen nehme ich schon mal deine Stimme weg. Und dann, jetzt habe ich das Orakel bekommen, okay, was mache ich jetzt? Ja, ich gucke bei dem, wo ich das Play am dubiosesten finde. Ja. Das passt also super zusammen. Und dafür hätte er wissen müssen, dass wir beide so agieren, wie wir agieren. Was er nicht hätte, was nicht klar war. Ja. Ist gar nicht klar. Also okay. Ich finde Hajo hat recht, weil es auch meine sehr, sehr starke... Hehl hat recht, weil es auch meine sehr, sehr starke Wahrnehmung unterstützt. Und in dem Moment, wo die Sachen hier am Tisch gelegt worden sind, war auch nochmal so ein Moment, wo René und ich uns angeguckt haben und wir waren beide so, what the fuck einfach. Ne? Und ich glaube ihm, dass das authentisch war. Ich glaube ihm, dass das authentisch war. Ich kann es nicht hundertprozentig sagen, aber das Ding ist doch, bei Balder und Njörd ist offensichtlich irgendwas, wir können es nicht hundertprozentig sagen, bla bla bla, aber die Person, die hier, auf die wir uns doch irgendwie einigen können, dass er gerade noch einen anderen Vorschlag hatte. Das große Problem ist halt, dass Idun auf derselben Art und Weise verdächtig ist, wie ich es bin und halt einfach nicht gecheckt ist. Wir sollten Idun rausbringen. Das Problem, was ich einfach nur zu bedenken gebe, ist, dass er auf derselben Art und Weise verdächtig ist, wie ich verdächtig war, bevor ich gecheckt wurde. Bei dir war es schon doof, aber ihm traue ich das nicht mehr zu, dass es Doofheit war. Also ich glaube, er hat es bewusst gemacht, wie Jasmin sagt, um die Welt brennen zu sehen. Ich weiß es nicht. Ich muss halt auch sagen, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber es wurde irgendwann in der vorherigen Runde mal gesagt, vielleicht von Jasmin, bin ich 100% sicher, irgendwer hat gesagt, dass wir ja dann alle unsere drei Wunden auf Idun, Njörd und Hel verwenden müssen. Das war die Runde davor. Das ist so gesagt worden. Und zwei gesagt. Von euch haben sich dann entschieden, eure Wunden nicht zu benutzen. Die beiden Wunden lagen. Also warum war Idun nicht verwundet, wenn das vorher gesagt wurde? Wer von euch, das muss ja dann... Ja, ich habe es gesagt, aber ich habe dann in der Situation selber nicht mehr irgendwie darüber nachgedacht, dass ich das jetzt zusätzlich, weil ich irgendwie überhaupt nicht gedacht hätte, dass das passieren kann. Mehr so. Ich habe halt nur geguckt, ob die beiden schon ihre Sachen ausgespielt haben, ob Hill safe ist und ob Njörd safe ist. Aber jetzt mal ohne Witz, Chris, warum machst du das jetzt? Warum versuchst du jetzt... Ich will halt nur sagen, dass ich es verdächtig von Jasmin finde. Also nein, Jasmin finde ich nicht verdächtig gerade. Ich finde, wir sollten jetzt einfach... Ich klage Idun an. Es ist einfach der wahrscheinlichste Treffer hier. Andere Treffer haben wir hier absolut noch gar nicht. Und ich finde, dass wir das jetzt aus der Welt räumen sollten und sich jetzt die Leute klar positionieren sollten, ob sie das ebenfalls so sehen oder ob sie dagegen sind. Problem ist, dass sich die anderen halt einfach nicht verdächtig machen, indem sie keine dubiosen Sachen machen. Dafür haben sie uns auch Orakel. Das ist, glaube ich, auch jetzt von Saga kein Ablenkungsmanöver, aber wir wissen halt auch nichts über Thor, das muss auch nochmal gesagt werden. Aber ich bin auch auf dem Zug Idun. Ja. Und wenn jetzt nicht noch jemand anderen Bedarf über jemand anderen hat zu reden, würde ich den nächsten Schritt tun. Also frage ich nochmal, bevor ich... Er hat doch schon gerade gesehen. Okay, dann unterstütze ich. Nein, es war keine Anklage. Okay. Es war eine Anklage. Er hat sich jetzt Idun verteidigen. Ja. Ja, gut, es werden sich die Leute, die böse sind, die werden sich durch jetzt freuen, dass ich jetzt angeklagt bin. Und es ist doch klar, wie die abstimmen werden. Ich habe gerade eben schon gesagt, ich habe meine Fähigkeit aus dem Grund benutzt, dass der Njörd zumindest die Möglichkeit hätte, etwas zu machen. Wir haben die ganze Zeit eigentlich keine Informationen. Wir sind in der dritten Runde. Wir wissen überhaupt nicht, wen wir töten sollen, weil wir überhaupt gar nichts wissen. Und wenn wir uns gegenseitig ständig die Aktion einfach nur blockieren, dass wir nichts machen, kriegen wir keine neuen Informationen. Hätte das Orakel hier gecheckt und wir hätten ihm geglaubt, er wäre böse gewesen, hättest du zumindest einen Indikator dafür liefern können, indem du ihn umgebracht hättest.
ja, dass du gut wärst oder ob du böse wärst, keine Ahnung, wäre dann deine Entscheidung gewesen, aber dann hätten wir zumindest was Greifbares gehabt, so ist mein Ding. Und dann sitzt hier noch Thor rechts neben mir, hätte meine Fähigkeit blockieren können, hat wieder mal wiederholt, auch in der dritten Runde, überhaupt nichts gemacht, ja, hat damit quasi mir den schwarzen Peter in die Schuhe geschrieben, dass ich die Möglichkeit hätte, jetzt hier irgendwie was zu machen, so wäre er gesperrt gewesen, ich wäre gesperrt gewesen, du wärst gesperrt gewesen. Ich habe nur die Möglichkeiten hier aufgemacht, ja, dass das Spiel voranschreiten kann, dass wir Informationen kriegen können, indem sich einer zumindest so verhalten kann, wie er es könnte. Ja. Und das hast du in dem Fall auch gemacht, hast das Ding gezogen, hast die Möglichkeit auch dann genommen. Der Dude ist dann aufgesprungen, hat dann auch wieder dir die Möglichkeit genommen, das zu blockieren. Obwohl er an ihm gut ist. Ich glaube, er hat das Spiel nicht verstanden und ich glaube, dass Jasmin die Böse ist. Direkt erstmal nachgucken, habe ich natürlich nicht. Okay. Wer hat denn zwei Stimmen? Hier niemand, ne? Doch, hier frei. Ja. Da gibt es zwei Stimmen. Das ist so schon sagen, das war uns. Genau. Doch, nein, ja, aber über mich. Wir stimmen nicht über mich ab. Ach nee, 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 stimmt. Genau. Ruhe bitte, ja. Ruhe. So. Ich zeige euch auf drei, dann machen alle entweder den Daumen nach oben oder nach unten. Oben heißt, wir wollen, dass die Idun in der Oberwelt bleibt. Runter heißt, wir wollen, dass die Idun in der Unterwelt verschwindet. So, es geht um Idun. 1, 2, 3. Ja, das ist, glaube ich... Das geht schon mal. Nein, das geht nicht, du musst mit in dieselbe Richtung machen. Ist aber ist egal, egal. Wir haben 10 mal gegen. Das reicht auf jeden Fall. Nein, das ist... Können wir nochmal Zeit? Können wir kurz mal? Ja. Oh, das war so klar. Entschuldigung. Vorsichtig mit den Gesinnungskarten. Das macht nichts. Leute, wenn euch das Spiel gefällt, das kostet wirklich nur ein paar Euro. Wir wollten noch kurz irgendwie das Runterboot. Den können wir jetzt nicht diskutieren. Sehen. Zwei Raufboot. Also, runter? Rein rauf, wer hat raufgevotet? Achso. Ja, raufgevotet, Ion offensichtlich. Und da ein. Alle anderen runtergewartet. Ja. Ja, er hat, glaube ich, zwei Stimmen, er hat hoch und runter. Ja. Gut, dann können wir in die Verschwörer fassen. Alles klar. Alle Augen zu. Okay. Alle Augen geschlossen. Und dann können die Verschwörer erwachen und sich den Nächsten zur Verbannung aussuchen. Okay. Es ist jemand immun, das gilt es auch zu beachten. Wurde nicht schon okay gesagt? Ja. Ja. Gut, dann haben wir das. Ich habe mich gerade erschreckt, dass die ganze Zeit in die Augen genommen. Ja, ich auch. Ja, gut. Loki ist in der Unterwelt. Oh, okay. Dann kriegst du deine Karte wieder, dann kriegst du deine Karte wieder. Diese Karte bleibt hier unten. Gut, dann das Orakel. 10. Das ist dann Tor, ne? Ich glaube auch. 6, 8, 10. Wer ist tot? Loki. Achso, ja. Loki. Oh, die Fahne habe ich gesehen, bitte. Ich hab mitbekommen. Odin. Wer wird vor Wunden geschützt? Ja, gar nichts. Doch. Dann darf Brünnhild verwunden. Brünnhild verwundet die Skadi, Sif verwundet die Hel. Tor verwunden. Idun darf nicht, weil sie verwundet ist. Dann darf der Njörd überlegen, ja, ob er vielleicht von den Verwundeten jemanden das Fähigkeit kontrollieren möchte.
Gar nicht mal so einfach. Loki bekommt die Extrastimme vom Heimdall. Dann kann die Freya ihre Plus- oder Minus-Stimmen vergeben. Downboats für den Tor. Ja, ich bin verletzt. Genau, Skadi darf nichts machen. Dann. Als Loki, der braucht einen Moment. Loki kann irgendein Plättchen an sich ziehen. Nimmt die Wunde auf sich. Nur zum Verständnis, das ändert jetzt nichts an der Situation. Du kannst deine Fähigkeit trotzdem nicht benutzen, doch, oder? Doch, jetzt. Ach, die wird nur kopiert, okay. Nein, ich habe die Fähigkeit. Nerd kann im momentanen Zustand nichts machen, sondern die Hände. Ah, okay, verstehe, weil die Grundlage entzogen wurde, okay. Genau. Verletzt ist jetzt gerade Skadi. Das eigentlich, wenn du jetzt jemanden in den Tunnel schickst, kann das nur Skadi sein. Ja. Okay, Skadi ist immun. Dann kann die Saga das Orakel beim Tor lassen, zur Sif schieben oder zur Idun schieben. Okay, dann kann die Hel niemanden in die Unterwelt schicken. Ja. Denn da ist die Immunität. Und das heißt, wir sind durch. Oh, okay. Und es schließen alle die Augen, außer die Sif. Und die Sif darf dann bei jemandem schauen, der sich noch in der Oberwelt befindet. Nicht die ausgegrauten Leute. Jo. Immer was gesehen. Hä? Was hast du gesehen? Tja, ich hab jemanden Bösen gesehen. Und wer ist das? Der Baldur. 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 Okay, dann haben wir offenbar hier vorne den gesuchten Bösen. Auf jeden Fall, und Chris gehört dazu. 100%. Obwohl Jasmin, obwohl Thor ganz offensichtlich hier ein vernünftig gutes Play durchzieht, und nee, da die Aussage von Sif falsch ist, was ich ja zu 100% weiß, bin ich mir sicher, dass Saga böse ist. Wenn ich da kurz was zu sagen darf. Also ist Saga und Sif auf jeden Fall Verschwörer. Wenn ich da kurz was zu sagen darf, wir hatten gerade eben die Vermutung, dass Baldur, beziehungsweise dass er noch nicht gecheckt wurde, und als mir dann gerade zufällig die Karte zugeschoben wurde, ich weiß nicht, ob da irgendein Hintergrund hinter war, habe ich mir gedacht, checke ich ihn direkt. Und dass er jetzt natürlich abstreitet, dass er böse ist und versucht, irgendwelche Leute, von denen er sich sicher ist, dass sie gut sind, mit reinzuziehen, ist ja auch klar. Also das macht dich jetzt auf jeden Fall auch für mich verdächtig. Weil ich ganz klar ist hier die böse Front. Also die Frage ist, warum hast du nicht L gecheckt? Ich weiß, dass er gut ist. Warum? Nein. Wir haben ja... Moment, kann ich noch mal kurz auch was dazu sagen? Bitte. Ich kann nur sagen, es war auch wieder bei mir super auf der Kippe, ob ich das Orakel verschiebe. Ich glaube, aus nicht hundertprozentigen Gründen fand ich es irgendwie wahrscheinlich, dass Thor böse ist. Und ich war mir bei Sif überhaupt nicht sicher.
Und habe dann halt gedacht, wenn ich denke, dass Thor böse ist und über Sif gar nichts weiß, ist es immer noch besser, das Orakel zu verschieben. Nee, entstand der Argumentation ist, wäre es sogar besser, mir das Orakel zu lassen, weil wenn du dir sicher bist, dass ich böse bin und dann mache ich irgendwas, dann weißt du ja schon direkt, nee, irgendwas. Nee, nee. Das ist also ein verschenkter Orakel. Vor allem hast du gerade schon mal so eine Verschiebeaktion oder nicht Verschiebeaktion gemacht mit derselben Argumentation, so wo es eigentlich sinnvoller gewesen wäre, das Gegenteil zu tun. Also hast du gesagt, ich habe überlegt und ich habe mich dann knapp dafür entschieden. Also, das ist halt, Entschuldigung. Ich habe mich dann knapp, es stimmt, dass ihr über mich, glaube ich, nichts wisst. Auch vom Abstimmungsverhalten und so halt nichts misst. Ich habe nicht passiv gespielt. Ich war die ganze Zeit hier in der Sache voll involviert. Ich habe jeden angeklagt. Also, wir wissen auf jeden Fall, dass du auf bestimmte Argumentationen aufspringst, die dann zum Ausschluss von... Auf jeden Fall aus dieser Richtung kommen. Die von dieser Richtung kommen, die zum Ausschluss von anderen Leuten führen. Aber ich habe noch nicht so ganz verstanden, also warum wir... Ich habe nicht passiv gespielt, im Gegenteil. Ich habe diese ganze Idiot-Kiste fangen können, ob man daran jetzt glaubt oder nicht, aber... Okay, das ist genau dieser eine Punkt. Der andere Punkt ist, wir hatten ja jetzt hier die Möglichkeit zu schauen, wie das bei Nerd aussieht, indem er die Chance gehabt hat, mich zu verbannen oder nicht. Und das wurde ja hier von dir, obwohl ich ja von dir weiß, dass du gut bist, komplett kaputt gemacht. Ja, also wir hätten direkt gesehen, wenn Nerd mich verbannt hätte, dann wüssten wir, böse. Ja, aber pass auf. Das ist ja irgendwie verhindert worden. Aber wenn Nerd mich verbannt hätte, dann hätten wir jetzt quasi noch einen guten verloren. Und dann ich habe jetzt die Zahlen gerade nicht im Kopf, aber es sieht schon gerade nicht besonders gut aus. Es hier von Loki. Ja. Hallo, ich, es wäre schon... Nein, zwar ist genau richtig, weil wenn ich jetzt das Orakel an mich ziehe, weil wir blöde Konstellationen haben, bist du der Einzige in der Oberwelt noch neben uns. Und wenn er dich rausgemacht, das wäre so... hätten wir vielleicht gewusst, ob er böse oder gut ist. Hätte uns aber nichts gebracht, weil wir absolut keine Checks mehr machen hätten können. Ja. Weil wir dann nur noch Unterwelt... Und wir haben garantiert, wir haben maximal einen in den Unterwelt verwandt von den Bösen. Ich glaube, wir haben gar keinen Unterwelt verwandt. Lass ruhig mal den Idun sprechen. Okay. Ich glaube nämlich, ich meine, du hast mich hart gefrontet, ihr habt euch dazu entschlossen, das hier abzustimmen. Ich habe ja hinreichend dargelegt, warum ich so gehandelt habe, wie ich möchte. So, dann Sif sagt jetzt, dass du böse bist. Ja, das mag sein, du hast gesagt, dass er gut ist. Also, wenn wir Sif jetzt Glauben schenken, ja, glaube ich tatsächlich, dass hier böse sitzt, Hier böse sitzt, da und dort böse sitzt. Ja, ich weiß auch, dass ihr das Spiel schon häufig gespielt habt, dass ihr sehr verhandlungssicher seid und dass ihr alle gute Lügner seid. Richtig gute Lügner seid. Es machen sich die Fronten gerade so klar auf. Nein, also, es macht keinen Sinn, dass Sif erst sagt, oh, ich springe auf den Zug auf, den wir hier aufgemacht haben, und verbann Idun in die Unterwelt und dann im nächsten Zug beider Check. Das macht keinen Sinn. Warum hast du das gemacht? Natürlich macht das Sinn. Bei ihm kann ich mir doch absolut nicht sicher sein. Und so wie er die ganze Zeit schon quatscht, der hat das Game schon oft gespielt. Und ja, wir haben alle. Er kennt die ganzen Dinge. Aber quasi, du gehst quasi davon weg, ihm zu glauben, so dass es in der ersten Runde, okay, wir verbannen Idun. Und in der nächsten Runde checkst du Ball. Das macht für mich... Idun konnte gar nicht mehr checken, weil er nämlich in der Unterwelt ist. Ja, aber Hale, wie die ganze Zeit gesagt habe, er hat verhindert, dass Hale wieder gecheckt wird. Nee, aber es macht schon Sinn, dass weil ich das nämlich auch vorhin angesprochen habe, dass niemand weitergecheckt hat, der jemanden als gut geclaimt hat. Ja, und dementsprechend die Kraft in der Hand. Interessanterweise interessiert dich das so unfassbar, weil ich nicht gecheckt wurde. Ja. Bei Skadi und bei Brunhilde war dir das vollkommen egal. Die wurden nachgecheckt. Es war eine andere Situation, aber diese beiden Checks waren im Grunde genommen eigentlich viel... viel uninformativer über das, was die beiden im Sinn hatten, als das, was ich getan habe. Trotzdem springst du voll auf ganz diesen einfach, Zug. Ganz einfach, weil dieser Zug, den ihr beiden da gemacht habt, mich euch sowas von ins Aus katapultiert hat, dass das wirklich echt sowas von unglaubwürdig geworden ist, dass das wirklich Sinn macht, oder was mich dann so im Prinzip stutzig gemacht hat, dass du im Prinzip ihn als gut claimst, der eine total schwachsinnige Aktion gemacht hat, die ihn sofort ins Ausfeld gestellt hat und dann
Niemand weiß, was du eigentlich bist. Genau, das ist auch meine Art, genau das Idioten davor zu bewahren, in den Untergang zu springen, weil ich selber böse bin. Aber, davon mal ab, ich bin mir nicht sicher, ob du das durchziehst, um tatsächlich, um als Verschwörer jemanden rauszukicken, der gut ist, oder ob du wirklich einfach keine Ahnung hast und, und das jetzt so straight behauptest. Aber ich bin mir doch schon eigentlich, das ist eher so 55%, dass ich glaube, dass du böse bist. Bei ihm bin ich mir sicher. Er hat ganz offensichtlich eine Falschaussage 100%. Rausgehauen. Ja, kann man ja. Und also genauso wie bei der letzten Runde hier mit Hehl, ne? Mit Falschaussage. Das mit, war aber mit. Auch... Idun, was sagst du denn zu Balder? Ja, genau. Ja, meine Argumentation ist klar. Also er ist böse, er ist auf jeden Fall böse. Ich bin jetzt auf Sifs Seite. So, das würde mir ja auch Sinn ergeben, das würde jetzt auch Sinn ergeben, dass du mich letzte Runde nicht gesperrt hast, richtig, wenn du mit den beiden unter einer Decke hängst. Richtig, damit dass du die Möglichkeit, die Möglichkeit quasi schon hättest ja ausschließen können, dass er hier die Macht von Grayskull hat, um sich das dann hier alles zu klauen, dann wäre er verletzt gewesen. Sorry, ich konnte ja nur ihn oder ihn halt. Nein, sorry, von Anfang an. Ich habe dich nicht gesperrt, weil ich es vergessen habe. Aber du hast ja dann. Vergessen lasse ich nicht zählen. Also du hast ja dann die Aktion gemacht, die hättest du ja nicht machen müssen. Dass ich dich nicht gesperrt habe, ist das eine, aber du argumentierst jetzt, dass du das gemacht hast, weil ich dich nicht gesperrt habe. Dass du das gemacht hast, war super unsinnig. Das ist doch der Kernschmerz. Er hätte doch dadurch für sich was verraten. Er hätte was verraten über sich. Wir hätten ihm die Möglichkeit gegeben, dass er was über sich hätte verraten. So haben wir das komplett gesperrt. Und für mich ist das auf jeden Fall klar, dass auch viel zu wenig Verdachtsmomente auf dir sind. Und ich finde, wir sollten auf jeden Fall diese beiden Minus-Votes hier nutzen, um dich auf jeden Fall rauszunehmen. Ganz kurz, und das... Ich auch. Und das ist in der Regel ein Spiel von Leuten, die gut sind, die keine Information haben, wer böse und wer gut ist. Deswegen wirst du ständig gesperrt, weil die Leute nichts über dich wissen. Und deswegen... Was, über wen wissen wir nichts? Nein, von dir wissen wir natürlich, dass er gut ist. Also ist das schon mal nicht mehr nichts. Ja, es ist nicht nichts, aber trotzdem, die Leute, die nicht die Möglichkeit haben, seine Fähigkeiten zu sperren... Wir müssen uns mal fokussieren. Ja? Wir können nicht über 15 Leute gleichzeitig reden. Vor allem sind die Hälfte davon schon in der Unterwelt, total unwichtig und so weiter. Wichtig ist jetzt gerade hier eine Dualität aufgegangen zwischen Sif und Balder. Gut, wir haben Sif irgendwie großflächig ignoriert. Ich hatte sie auf jeden Fall die ganze Zeit schon auf dem Schirm, weil zum einen zu viel geschwiegen wird, zu viel Passivität und so weiter, was auf jeden Fall häufig ein Hinweis dafür ist, wer die Bösen sind oder auf jeden Fall auch eine Möglichkeit besteht. Weiterhin gibt es hier das auf den Zug aufspringen, also dass Odin die ganze Zeit schon vorgetragen hat, ja, der Balder ist ungecheckt, der Balder, was total irrelevant ist, dass der Balder ungecheckt ist, wie die tausend andere Leute auch ungecheckt sind. Und dann jetzt nochmal die beiden hier zur Kooperation ausgeholt haben, um weiterhin auf den Balder einzudreschen, für das es eben einfach keine Gründe gibt. Ja, das dafür gibt. Die Gründe dafür sind, dass sie im selben Team sind und das auch wissen. Andere Gründe gibt es dafür nicht, on board und aus den Sachen, die passiert sind. Und das ist auf jeden Fall super verdächtig und deswegen ist sozusagen meine Sicht auf die Analyse zwischen diesen beiden Leuten, wer der Böse ist und wer nicht, ist ganz klar, ist die Sif und nicht der Balder. Ja. Der Balder hat konsistent geplayt, alle Moves, die er gemacht hat, passen zusammen, wie man spielt, wenn man gut ist. Und die Sif hat stattdessen wenig zum Spielverlauf beigetragen, hat uns nicht gute Reden gehalten, gute Tipps gegeben, was los ist. Und hat jetzt sich gedacht, okay, jetzt ist die Chance, jetzt schnell noch jemand von den Guten loszuwerden in der Abstimmungsphase und deswegen diesen falschen Claim gemacht. So sieht das für mich aus. Ich möchte nochmal sagen, warum Balder für mich auf jeden Fall gut ist. Ach. Weil, nein, also ich möchte es nur nochmal, ja, ich weiß, aber ich möchte es argumentativ darlegen, damit hier keiner auf die Idee kommt, bei Sif für Oberwelt zu stimmen, wenn wir sie gleich anklagen. Es gibt zwei Möglichkeiten, entweder du bist gut oder du bist böse. Wenn du gut bist und du checkst mich, weil ich mich offenbar anbiete, gecheckt zu werden, und du sagst, ich bin gut, dann geht das nur, weil ich gut bin. Weil wenn du mich böse siehst, warum solltest du mich als gut darstellen? Du vernachlässigst aber tatsächlich die ganze Zeit die Theorie, dass wir beide böse sind. Die möchte ich aber jetzt sagen, wenn du böse bist. Ja.
Und du böse bist. Dann hättest du mich, wenn ich gut bin, als böse dargestellt, weil nichts ist einfacher. Ich wäre sofort umgebracht worden. Hätte ich nichts mehr sagen können. Und wenn ich auch böse bin, dann hättest du mich auch darstellen können. Dann wärst du für immer derjenige gewesen, der hier den Bösen rausbringt. Aber ist ja gerade aufgegangen. Dann wärst du. Nein, aber dann wäre er doch. Seine Argumentation total ist so, dass er rein theoretisch genau. Dann wäre ich das Bauernopfer. Ja. Und also er wäre ja, für den Rest. Es hat ja gerade funktioniert. Aber das funktioniert doch so auch. Nein, dann hätte er mich richtig als böse dargestellt. Ja. Wenn er dann böse genau ist, dann hätte er mich als böse dargestellt. Ich wäre umgebracht worden und er wäre für den Rest des Spiels derjenige gewesen, der mich rausgeholt hat. Das ist ja mit der Theorie, dass du tatsächlich gut bist. Gehen wir mal davon aus. Ja. Er ist böse. Warum sollte er mich als gut darstellen? Ja, weil du mich sowieso selber rausgenommen hättest. Weil du sowieso in unsere Meinungsvotung tatsächlich so weit unten durch gewesen wärst, dass du wahrscheinlich rausgeflogen wärst. Ja, aber warum? Wenn er jetzt aber für dich einspringt und dich mit auf seine Seite holt und du dich damit als gut claimt, bist du, wie wir jetzt hier gerade sehen, absolut. Du bist nachher bitte eine Tränenbein, zu 100% gewonnen, den man aus der Scheiße gerettet hat, der jetzt aber tatsächlich quasi in seinem Team mitspielt. Ja, Moment, die ganze Zeit. Einen Befürworter zu haben, der so dubios ist. ja, aber besser einen als keinen, oder nicht? Nee, ich finde, das ist ein Ding, das Befürworter ist nicht so viel wert. Also ich würde nochmal Folgendes darstellen wollen. Ich persönlich kann es mir nicht vorstellen, weil wie Hajo schon gesagt hat, seine Plays waren einfach konsistent. Was ist denn, wenn Hajo und er in einem Team sind? Also so wie hier argumentiert wird, so wie Odin auf diesen Zug aufgesprungen ist, ist hier definitiv böse. Dass es so aussieht, dass Odin auf den Zug aufgesprungen ist. Ich möchte aber ganz klar nochmal auf Christian zurückkommen, weil ich nochmal finde, es gibt eine Dualität zwischen Sif und mir. Das Orakel liegt bei mir, Christian hält mich für böse. So, er hat über Sif und Saga hält mich für böse. Er hat über Sif und Thor die gleichen Informationen, nämlich keine. Wir sind nicht gecheckt, wir haben uns nicht irgendwie super verdächtig gemacht in irgendwelchen Abstimmungsverhalten. Jetzt muss man halt eine Sache klar feststellen. Ich habe irgendwie Leute angeklagt, irgendwie Dinge getan, strategische Aspekte erklärt. Und ich finde, auch wenn ich böse wäre, hätte ich das Spiel viel stärker in irgendeine Richtung gelenkt und hätte irgendwie viel stärker im Griff so hast auf mein auch eigenes Play. Du hast zielgerichtet Sachen gemacht, sondern sie hat Sachen gemacht. Aber ja, ich weiß einfach nicht, was hier los ist und ich finde, dass mein Play eher, also ich finde es auch nicht super, revealing, aber ich finde, dass man zumindest mir noch 5% irgendwo draufschlagen kann und sagen kann, ich bin vielleicht zu 55% safe und nicht mehr nur zu 50%, während man bei ihm halt gar nichts weiß. Und Sif sagt dann so, naja, ich weiß es nicht und schiebt dann halt das Orakel zu Sif. Saga und Sif kommt dann hier conveniently mit diesem. Vor allem nach der letzten. Ich habe vielleicht tatsächlich einen Fehler. Also es war, wie gesagt, es war, alle Entscheidungen, die ich bisher getroffen habe über meine Fähigkeit, waren irgendwie. Also ich muss sagen, dass. Nein, nicht shady. Also, nein, ich stehe hinter meinen Entscheidungen, aber sie waren alle keine einfachen Slam-Dunk-Entscheidungen. Nachdem wie die Diskussion jetzt hier abgegangen ist, speziell, ich weiß es nicht, ich bin eigentlich immer noch relativ überzeugt, dass wir mit Idun den richtigen getroffen haben. Oder die richtige. Das an der Stelle. Und Idun hat eigentlich eher gegen Tor agitiert als andersrum. Also ich würde auch mittlerweile eher, also ich bin auch bei Hajos, Sif und Odin Theorie eigentlich eher dabei, jetzt wo ich das alles gehört habe. Jetzt kann man halt auch sagen, ich springe da auf irgendeinen Zug auf. Du hast das Orakel verschoben oder verschoben, ich weiß nicht mehr, was war. Ich habe immer das Orakel verschoben, wenn ich es konnte. Ich habe sicherlich nicht super simpel gespielt. Ich bin bei den Guten, ich hab. Also, jemand hat gesagt, also noch, jetzt mal darf ich mal kurz sagen, also vorhin, als es bei Freya lag, hast du überlegt, es da liegen zu lassen. Ja. Und Nein, ich habe nie überlegt, das Orakel bei einem toten Spieler dazu. Es sah aber schon stark danach aus. Absoluter. Ich meine, wie willst du mir ansehen, ob ich überlege, es da liegen zu lassen oder ob ich überlege, ich hatte eine Alternative, ich konnte es nach links oder nach rechts schieben und meine Alternative war es, nochmal bei demselben Spieler zu lassen oder es auf einen anderen Spieler zu schieben. Und ich habe mich für die zweite Alternative entschieden. Hier hatte ich die Alternative. Ich habe immer versucht, das Orakel von toten Leuten fernzuhalten. Ich hätte, also nehmen wir an, also
Ich wollte noch eine Information haben, bevor wir zu den Anklagen kommen. Für mich ist es relativ simpel. Saga Odin Sif, bin ich ziemlich überzeugt. Aber ich wollte trotzdem noch mal wissen, warum Brunhild Skadi blockiert hat, weil darüber haben wir noch nicht geredet. Das möchte ich vorher wissen. Moment, vielleicht auch noch eine andere Sache, die ganz schnell ist. Was war das hier für ein Müll? Ich vertraue Hel nicht. Fertig. Ende. Okay. Ja, da haben wir überhaupt null. So. Skadi rückt raus und ist aber sehr Skadi. Unnötig, weil auch eigentlich klar sind, wer die Bösen sind und ich da auf jeden Fall nicht bei bin. Das war letzte Runde noch nicht klar. Okay. Aber ich will trotzdem. Ab jetzt ist es nicht mehr so. Aber ich möchte trotzdem noch auf meine Frage eine Antwort, falls ich doch bei einer der drei Personen falsch liegen sollte. Dankeschön, dass ich auch mal das Wort habe. Hier kommt man ja sonst nicht zu Wort. Ich habe das deshalb gemacht, weil er auch unten einer der wenigen war, die wirklich nach oben gestimmt haben, weil ich ihn nämlich unter anderem, also Idun, auch wirklich im Verdacht habe, dass er böse ist. Und der hat ja auch nach oben gestimmt für Leben. Ja, aber ich hatte ja schon vorher gesagt, dass ich den Ausführungen von Thor nicht hundertprozentig entweder folgen konnte oder zumindest dessen, das war mir so dubios. Da wurde dann Idun angeklagt und dann, ja, okay, dann ist das halt Idun, ist okay. Und die Argumentation mit, er möchte einfach nur die Welt brennen sehen, trifft genauso auf Thor auch zu. Über mich weiß man gar nichts, außer dass ich einen guten gefunden habe. Und ich fand es ganz gut. Eigentlich fand ich das ganz gut, dass du mich verletzt hast. Njörd hat ziemlich lange überlegt, erst hier im Kreis, aber seine Entscheidung ist, bevor er überlegt hat, bereits getroffen worden. Wollte nochmal zeigen, ich überlege jetzt noch intensiv, wessen Fähigkeit ich kopiere. Vielleicht die von Skadi so stark. Hat sich dann für Hel entschieden und ich hätte es wirklich gerne gesehen, was dann passiert wäre mit mir und dann hätten wir einfach den Sack zugemacht und ja. So ist das. Ich weiß, das ist von Loki verhindert worden, aber ich weiß, dass Loki gut ist. Ich habe es nicht verhindert, Dvalin hat es verhindert. Ich habe verhindert, dass Hel. Ja, weil du vorhin ins Orakel geguckt hast und hast Loki für gut befunden. Deswegen denke ich mal, dass du jetzt da nicht irgendwie der. Ja, ihr beiden habt ja recht. Aber ja, ihr schnürt ja hier die Möglichkeit, beide. Ja, wir beide haben eindeutig. Beide schnürt ihr die Möglichkeit von Njörd ab. Aber wenn ihr die Information das ist das so umgebracht. Und dass die Möglichkeit von Njörd abgestellt habe, habe ich schon erklärt, weil es keinen Sinn macht, hier drei Leute in der Unterwelt nebeneinander zu haben. Rechts und links von mir, der das Orakel an sich ziehen kann. Wir brauchen einen zumindest noch in der Oberwelt. Selbst wenn du ein Lügner bist, sagt uns das mehr, als wenn wir drei Leute hier in der Unterwelt haben. Aber warum nimmst du dann nicht mein Plättchen weg, sodass du die Hilfsfähigkeit generell blockierst? So hast du verhindert, dass ich Hels Fähigkeit benutze. Hel, hast du die Möglichkeit gegeben, die Fähigkeit zu benutzen? Es hätte Saga Skadi treffen können. Also, Entschuldigung, ich möchte mal kurz was dazwischen sagen. Und zwar ist es so, wir machen etwas, was die Verschwörer unbedingt wollen. Wir reden über ganz andere Themen als die, die eigentlich jetzt gerade hier voll wichtig auf dem Tisch liegen. Es muss eine Entscheidung getroffen werden zwischen Sif und mir. Und eigentlich braucht es, wir haben alles jetzt mal ausgesprochen. Das ist auch okay. Das können wir mit in die nächste Runde nehmen. Aber es wird eigentlich keine andere Anklage geben, außer Sif und mir. Gut. Ich kann es aber kurz beantworten, ganz kurz. Weil ich gesehen habe, wie Dvalin die letzten drei Runden gespielt hat und ich wusste, dass er Skadi schützen wird. Und wenn er jetzt nochmal Hel geschützt hätte, im Gegenzug, er hatte ja schon vorher Hel geschützt, ich weiß nicht, in der letzten Runde, aber das wäre zu offensichtlich, dann hätten wir die ganze Zeit über Dvalin diskutiert, wobei das komplett sinnlos ist. Wir sind in der Unterwelt. Über uns zu diskutieren macht keinen Sinn. Ich würde dann ganz gerne Balder anklagen. Ich würde Sif aufklagen. Ja, ich möchte diese Anklage auf Sif unterstützen. Okay. Mist, das würde ich aber nicht sagen. Dann würde ich tatsächlich die Anklage auf Balder unterstützen. Ja, okay. Sobald eine durch ist. Achso, verstehe. Okay. Wer hält die Anklagerede? Der wird angeklagt. Es gab keine. Eigentlich hat er die Anklage zuerst ausgesprochen. Ja. Ich finde, das sollte man schon. Ja, aber die Anklage wurde zuerst unterstützt. Nein, es geht nach. Das fand ich jetzt schon ein bisschen strange. Also ich fand das nicht okay, das so zu unterbinden. Ich würde die Anklage von Odin unterstützen. Ich auch. Ja. Ja, normal ist einer klagt an und dann wird gefragt, möchte einer die Anklage unterstützen? Ja, wenn nein, dann wird der nächste noch gefragt. Ne?
So, okay, hättest du die Angebote, also die Bösen einfach das Spiel an sich reißen zu lassen, indem sie sagen, ich frage jemanden an, ist eben auch nicht der Sinn der Sache, insofern... Gibt ja eine Abstimmung, finde ich auf jeden Fall, von daher muss ja nichts heißen, vielleicht kommt es halt... Odin stellt die Anklageregel. Aufgrund dessen, was ich vorhin schon angeklemmt habe, dass die Konstellation zwischen den beiden schon ziemlich strange war, plus jetzt natürlich dann der Claim, dass da jemand Böses vom Orakel gesagt wurde, klage ich Balder an. Okay, also, dann verteidige ich mich möchte mal. Möchte diese Anklage immer noch jemand unterstützen? Ja. Okay. Diese fundierte Anklage. So, also, es ist so, Sif ist aus meiner Sicht, ich weiß es natürlich, hundertprozentig am Lügen. Ich habe in der letzten Runde, denke ich, auf jeden Fall etwas gemacht, was für die ein oder anderen hier verifiziert, dass ich nicht böse spiele. Und es ist ganz klar, so wie Odin, Sif zusammenhängen hier und der Idun, den wir die letzte Runde als Bösen rausgeschmissen haben, der dazu nicht viel sagen konnte... Er hat sich wahrscheinlich eher ertappt gefühlt als alles andere. Da kann man sich immer sehr schlecht verteidigen. Er hat gewartet bis zur Verteidigungsrede, bis er gesprochen hat. Das ist für mich immer ein klares Zeichen dafür, dass jemand ein Verschwörer ist. Und Idun ist ausgerechnet derjenige, der natürlich jetzt voll auf diesen Zug springt. Er ist nicht unbefangen, was die ganze Diskussion angeht, sondern springt voll auf diesen Zug auf. Das ist für mich ebenfalls ein klares Zeichen dafür, dass es die Achse des Bösen ist. Und Chris war einfach auch sehr, sehr unverständlich. Saga war sehr unverständlich, dass er diesen Move gemacht hat, denn es gab dazu keine vernünftige Rechtfertigung. Und ich finde, das sind die Leute, auf denen wir uns einschießen sollten. Vielen Dank. Bedenkt, ich habe 3 Stimmen, ich habe bloß keine 3 Hände. Okay, also... es geht gerade um Balder. Rauf heißt Oberwelt, runter heißt Unterwelt. 1, 2, 3. Ich glaube, dass Loki schon alles entscheidet. Ja, das sieht's aus. 1, 2, 3. Hier, du hast übrigens gar keine Stimme. 6. Ne? Achso, ich habe gar keine Stimme. 7 dagegen. Ja. Ja, okay, er hat auch keine Stimme. Ich habe auch keine Stimme. Boah, Junge, du hast es mir echt schwer gemacht, für dich zu stimmen. Aber ich glaub, so, können wir jetzt einfach Sif anklagen, ja. Und gut ist? Ja, man könnte, reden, ja. Ja, man könnte schon festhalten, wer gerade falsch gestimmt hat. Das ist schon interessant. Ich! Wer hat gerade runtergebautet? Wer hat runtergebautet? Ja, ich natürlich. Ich habe ja auch gesehen, dass der böse ist. Okay. Also der Chris macht es schon seit Runde 2. Der Heimdall macht es schon seit Runde 2. Also, siehst du auf mich gut, gut. Dann können wir jetzt Sif anklagen. Die Anklagerede besteht darin, dass... offensichtlich ist ein Widerspruch gibt zwischen Balder und Sif. Das heißt, einen von beiden wollen wir natürlich loswerden, weil einer von beiden auf jeden Fall böse ist. Und die Anzeichen dafür, dass es Sif ist, sind, dass Sif zum Spiel ansonsten wenig beigetragen hat und zu wenig geholfen hat, die Bösen zu finden. Will man ja auch nicht, wenn man böse ist. Und dass es ansonsten die dubiose Interaktion mit Odin gibt, die auf den Ball herumgehält haben, for no good reason, was ein Anzeichen dafür ist, dass sie in einem Team sind, das voneinander wissen. Genau, und deswegen jetzt wir aus diesem Grund die Sif anklagen als Verschwörer. Ja gut, dann zu meiner Verteidigung. Wurde das unterstützt? Ja. Also von wem wird, ja, wird von allen unterstützt. Ja. Ja, also zu meiner Verteidigung zurückgehalten, kann sein, dass das so rüberkam. Ich spiele halt heute das erste Mal, deswegen bin ich auf jeden Fall ein bisschen vorsichtiger und will mich auch nicht direkt in irgendeine Richtung outen. Ich kann nicht mehr sagen, außer dass ich die Karte umgedreht habe und die rot war. Wenn ihr mir nicht glaubt, gut, verbannt den Falschen. Danke, das war mein Plädoyer. Okay, es geht... Alles okay? Ja, ja. Du hast auch keine Stimmen mehr. Ich habe keine Stimme. Doch. Ich habe zwei Downgrades. Nein, das ist was anderes. Nur wenn über mich abgestimmt wird. Ja. Okay. Ach so. Okay, Entschuldigung. Also, es geht um Sif. Rauf ist Oberwelt, runter ist Unterwelt. 1, 2, 3.
mindestens ein paar Vertraute. 1, 2, 3, 4, 10 gegen 5 oder was? Das sind genau dieselben, die gerade. Nein, bis auf Nadine. Ja. Nadine hat auch vorhin. Achso, ja, stimmt. Die hat vorhin auch. Auf Bild runtergeschrieben. Okay, ja, gut. Okay. Schon dann. Will einfach mal umdrehen. Dann. Sie hat vorher hochgestimmt. So. Ja, ja, genau. Dann gehen wir in die Verschwörerphase. Ja. Nee, dann ist klar. Schon trinken, Freund. Okay. Dann alle Augen schließen. Und dann öffnen die Verschwörer die Augen. Ist die Sveti überhaupt da? Mhm. Sehr gut. Wundervoll. Dann Verschwörer öffnen die Augen und suchen sich ihr nächstes Opfer aus. Augen zu. Okay. Augen auf. Trinken getrunken. Ich? Gut, Blättchen zurück. Verdammt. 10. Wo ist es denn? Bei mir. Irgendeiner hat aber auch noch mal. Zwei Tage, glaube ich. Nee, 4 zurück. Und meins ist auch noch hier. Entschuldigung. Achso, Odin? Ja. Gut, dann Aktionsphase. Odin darf jemanden vor einer Wunde schützen. Saga wird beschützt, dann darf Brünnhild verwunden. Ich überlege. Okay, Sif ist verwundet, darf also nicht handeln. Nein, du darfst nicht handeln. Ach, du bist verwundet. Das bedeutet das. Dann darf der Thor. Thor verwundet. Ein Vater. Odin ist verwundet. Du hast ihn verwundet. Brünnhild hat Sif verwundet. Ich möchte niemanden. Möchte niemanden heilen. Jetzt nur die beiden, ne? Also die Fähigkeiten kann ich ja eh nicht mehr verwenden. Ja. Daher mache ich dann nichts. Gut, Nerd macht nichts. Dann darf Heimdall extra Stimme geben an Freya. Dann darf Baldr jemanden zwingen abzustimmen, wie er das möchte. Das trifft die Saga. Dann kann die Freya Up- oder Downvotes vergeben an jemanden, über den wir potenziell abstimmen. Das sind Downvotes. Dann kann Skadi ein Plättchen entfernen. Skadi möchte keine Plättchen entfernen. Dann kann Loki ein Plättchen zu sich führen. Brauche einen Moment. Tja. Loki sichert sich die extra Stimme.
Njörd. Njörd kriegt die Immunität. Ich lasse das Orakel, wo es ist. Dann ist Hel dran. Und schubst mal den Odin weg. Dann geht's in die Orakel. Genau, also schließen die Augen. Saga orakelt bei jemandem in der Oberwelt. Okay. Ja. Warte, bevor du es sagst, du hast bestimmt hier gecheckt. Ich habe tatsächlich hier gecheckt und hier ist gut. Ja, okay. Aber du bist ja trotzdem böse. Klar. Wir müssen dich rausschmeißen. Ja, es ist, also, sorry, aber hat gerade den Typen getötet, der eindeutig böse ist. Und jetzt hast du uns Gott sei Dank noch bestätigt. Wir hätten es sonst nie geahnt. Okay. Ja, wenn du hier gecheckt hättest und böse gesagt hättest, dann hätten wir vielleicht immer noch mal nachgedacht. Ihr habt, also ohne Scheiß, meine Argumentation ist so, dass ich nicht sicher, also es gibt null Informationen über Hel. Diese ganze Scheißrunde haben wir Hel konsequent blockiert. Niemand hat Hel je gecheckt. Wir hätten ja wohl Odin umgebracht. Hallo. Wir haben Odin auch umgebracht, ohne jegliche Information. Ich bin dabei. Also ich glaube auch, dass Odin böse ist, dadurch, wie er sich verhalten hat. Jetzt mal Saga in Schutz nehmen. Es hätte auch sein können, dass er einfach dumm gespielt hat. Wir haben hier gerade zwei Gruppen aufgetan. Wir haben hier sehr erfahrene Spieler in der einen Gruppe und dann die Gruppe Odin-Sif. Und dass beide jetzt in die Unterwelt gegangen ist, hat mich gerade echt nochmal zweifeln lassen, dass ich im Internet wieder größte Idiot aussehe, weil ich mit meinen drei Stunden gerade entschieden habe. Danke. Weil wenn die jetzt zum Beispiel die Konstellation zusammenspielt und uns gerade jetzt dadurch sozusagen Fake so klar machen muss, er wird nachträglich erst gut bestätigt. Welche Konstellation? Führ diese Konstellation mal bitte aus. Nein, die Konstellation, die Odin und Sif aufgemacht haben mit Thor, Hel und dir. Und haben die aufgemacht. Die haben die aufgemacht. Hel habe ich nie angeklärt. Nein, aber die an Thor, ja, wenn du Thor und Valda, dann ist Hel zwangsläufig mit drin. Nein, Hel ist dagegen. Es ging die ganze Zeit darum, ob Njörd Hel umlegt. Also in der ersten Situation ging es darum, ob Njörd seine Fähigkeit nutzen würde, um Hel zu nein. Also ob jetzt Saga, warte, gut ist oder nicht, es kann ja sein, dass Saga wirklich viele, viele sehr schlechte Entscheidungen hintereinander getroffen hat und trotzdem gut ist. Ist möglich. Aber wir haben mindestens, also ich sehe da jetzt momentan absolut kein Problem drin, ihn einfach rauszunehmen. Wenn er gut sein sollte, dann geht es weiter. Aber wir haben dann noch Brunhild und Skadi offen, die ganz offensichtlich dann noch als einziges in Frage kommen, meiner Meinung nach. Aber warum ist Thor raus? Wegen dem Spiel. Einfach. Absolut nicht anklagen, aber... Moment, aber raus. Also, ich möchte eine Sache sagen. Hat irgendjemand hier am Tisch gerade gedacht, dass dass Saga jemand anderen überprüfen würde als mich? Ich hab eher gesagt. Weil wir einfach die ganze Zeit darauf rumhatten, dass er Hel hätten schicken sollen. Ja, aber ich hätte jetzt wirklich auch erwartet. Ich finde, Hel hat sich doch durch die Aktion auf Odin absolut krass bestätigt, weil er hat das getan. Nein, was wir vorher... gesagt, dass ich böse bin. Es gibt. Odin hätte auch. Also es gibt auch durchaus die Situation. Es gibt null Checks auf Odin. Es gibt auch wirklich die Situation, dass Odin einfach ungeschickt gespielt hat. Die Situation gerade war doch mehr als eindeutig und wir hätten ihn umgebracht. Hel hat, egal ob sie gut oder schlecht ist, das gemacht, was wir gemacht haben. Wir hätten ihn du hättest jetzt gehängt. Mehr Informationen generieren können. Also nein, dass ich Hel checke. Nein, ihr habt damit völlig. Nein, ohne Scheiß. Ich bin so erwachsen mittlerweile, dass ich glauben kann, dass ich recht habe, während ihr alle Idioten seid. Das ist auch erstmal ein Punkt, den man erreichen muss. Und über den Hel-Check erfahre ich gleichzeitig, ob Hel und Odin in einem Team sind. Und ich bin bei euch. Ich bin bei euch, dass ich wahrscheinlich, ich hätte auch gegen Odin gevotet,
aber ich war in der Situation, gab es wenig fassbare Informationen. Ich möchte auch ganz genau kurz einmal dazwischen werfen. Also im Grunde genommen haben wir uns ja letzte Runde entschieden, auch wenn ich der anderen Meinung war, dass ja offensichtlich Sif der Böse ist. Und wenn wir der Meinung sind, war die konsequente zweite Entscheidung, dass Odin dazugehört. Weil ja. Odin und Sif da irgendwie unter der Decke standen. Das ist richtig. So, das heißt, die konsequente Nummer von mir, ich wollte jetzt einfach hier ihn schützen, dass er jetzt nicht als Nächster ausgebeutet wird oder rausgeschmissen wird. Aber dass das Hehl Odin rausnimmt, war jetzt einfach im Grunde genommen die logische Schlussfolgerung. Ja. Und das hat eigentlich jetzt... Das sagt nicht viel über Hehl selbst aus. Das sagt alles über Hehl aus. Nein, weil Hehl, nein, wenn ich als Hehl böse wäre, würde ich das genauso machen. Auf im Moment Fall. Dann hätte ich aber nicht vorgetragen, dass doch offensichtlich Sif und... Also wer hat das denn vorgetragen? Das, was wir gemacht haben, uns zu entscheiden für Sif und Odin... Das liegt daran, dass ich das vorgetragen habe. Dann habe ich es nochmal vorgetragen und dann habe ich entsprechend auch gehandelt. Also das kommt ja nicht von irgendwem anders, wo ich so gedacht habe. Hehl ist derjenige, der konsequent halt und sinnvoll handelt. Du bist derjenige, der dich jetzt schon zum dritten Mal rechtfertigen muss für dein Ding und dich immer irgendwie rauslavierst. Ja, vor allem, es sagt überhaupt nichts über Odin aus. Hehl könnte genauso gut sein und total auf dem Holzweg sein. Moment, bevor ich... Lass es uns doch nicht unnötig. Ich will nur eins. Also ihr könnt mich gerne gleich anklagen und ich werde dann auch mich verteidigen. Aber bevor wir das machen, würde ich gerne noch ein paar Sachen durchsprechen, okay? Weil ich einfach glaube, dass wir jetzt in der Gruppe noch mehr lernen können. Bevor du jetzt nochmal durchsprichst, möchte ich nochmal ganz gerne anmerken, dass ich seit dieser Aktion von euch beiden gelaufen ist, ich direkt gesagt habe, dass du... und Njörd sich komplett verdächtig gemacht haben, bevor überhaupt der Orakelcheck von Sif kam. Was für mich im Prinzip von meiner Anfangssituation, die ich zwei Runden vorher gesagt habe, nur bestätigt hat, dass da hinten definitiv böse sind. Dass dann jetzt natürlich dann jetzt auch darauf gesprungen wird, weil dass ich jetzt hier im Prinzip mit ihm unter einer Decke stecke, nur weil ich ihm jetzt glaube, dass du tatsächlich böse gewesen bist. Was ich zwei Runden vorher schon regelros ausgeführt habe. Also wenn ich böse wäre und jemand anderen... Ja, du kannst mich nicht mehr rausnehmen. Ich bin tot. Also ja, mittlerweile bist du tot. Das Ding ist durch. Genau, das mag ja auch bei zwei Turns mag es ja auch sozusagen offen gewesen sein, wie es sich verhält. Aber mittlerweile ist Balder in der Verschwörerphase rausgenommen worden. Ja, Balder ist und Balder hat gesagt, dass er gut ist. Also ist er gut und er ist gut. Das ist also alles abgeschlossen. So, bleiben noch über Tor. Was dann mit dem Odin war. Aber nur mal, die Frage nur mal als kurze Frage. Die Verschwörer können doch einen aus ihrem eigenen Reihen. Ja, das ist doch, das könnte doch auch ein Bauernopfer sein. Nein, nicht in dieser Runde. Ja, aber so können wir das Spiel doch nicht spielen. Natürlich kann das sein, aber wer würde denn zu dieser Phase des Spiels einfach sagen, ja, wir opfern jetzt eine Person. Das war doch die optimale Situation, ihn dann rauszukicken und ihm dann wieder das Vertrauen zu schenken, damit er jetzt wieder das Feld stechen. Die Verschwörer sind in Führung? Ich glaube Was? Hä? Das ist völlig... bis drei Verschwörer haben wir raus. Nein, also ich fand es von den Verschwörern... Also ich glaube immer noch, dass die Entscheidung, die ich letzte Woche Runde getroffen habe, richtig ist und dass Odin und Sif bei den Bösen sind. Aber ich muss sagen, ich stimme ihm dazu. Mich hat es echt zum Denken gebracht, dass sie Balder rausgenommen haben, weil das ist jetzt mal so eine, ihn rausnehmen ohne Zwang, weil das hat noch so den Zweifel noch bei uns in der Gruppe gelassen. So ist es entweder ein sehr riskantes Bauernopfer, also es ist riskant in dieser Phase, oder es ist einfach ein schlechtes Play, weil ich hätte eher Skadi rausgenommen, wäre ich bei den Bösen. Ich glaube halt, dass Skadi bei den Bösen ist. Er hat das gar nicht immunität. Also, ich weiß, ich habe null Glaubwürdigkeit, aber... Skadi hat Immunität, weil er so aggressiv, weil er so dagegen ist. Ganz ehrlich, Eher der Böse hier. Also ich weiß auch nicht. Ich glaube dir mehr als anderen und er sitzt für mich hier ein Böse. Ich glaube halt, dass Jasmin nicht böse ist. Ich glaube tatsächlich, dass Idun böse war. Ich glaube, dass das Spiel vorangebracht. Ich habe bei jeder Abstimmung mitgestimmt, so. Ja, ich bin auch mittlerweile bei dir. Ich glaube halt auch, ich weiß für euch alle war es super klar und offensichtlich, dass Heide gut war, aber für mich war es eben nicht super klar und offensichtlich und es gibt, wir haben hier über eine Situation geredet, wo ein Spieler offensichtlich shady gespielt hat und ein anderer Spieler den aus dem Weg geräumt hat mit Hilfe der Gruppe. Der Punkt ist doch folgendes, so, wir haben gerade zusammengearbeitet, um diese ganze Konstellation hier möglich zu machen, die ist auch passiert. Dann hast du halt Hehl gecheckt,
Fakt ist, du würdest exakt dasselbe getan haben, wenn du böse wärst. Du würdest exakt dasselbe getan haben, weil diese Sache, sie bringt uns keine Informationen. Du würdest einfach Haie überprüfen, du weißt, dass er gut ist. Du sagst dann, er ist gut. Du lügst auch nicht, weil natürlich klar ist, dass du die Lüge, dass Haie böse ist, rhetorisch nicht aufrechterhalten könntest im weiteren Verlauf des Spiels. So, das heißt, exakt das ist das beste Play, wenn du böse bist. Wenn ich böse wäre und ich gehe mal kurz davon aus, dass ich damit recht habe, dass du nicht böse bist. Ohne Scheiß, das beste Play als Böser wäre es gewesen, dich böse zu sprechen. Es gab schon Verdachtsmomente gegen dich am Tisch. Ich habe wirklich auch überlegt, dich zu checken. Ich finde halt bei Brünnhild irgendwie, keine Ahnung, es kann sein, dass Brünnhild einfach ein sehr gutes U-Boot-Spiel als böser Spieler macht. Ich glaube eher nicht. Kurze Frage. Also mich zu checken, wie auch immer, hätte jedenfalls zusätzliche Informationen gebracht. Ja. Das hier bringt gar keine Informationen. Ich bin mir noch unschlüssig, ob es noch einen Bösen gibt oder zwei. Und deswegen möchte ich gerne Iduns Meinung über Saga wissen. Als ich ausgeschieden bin, wusste ich, dass noch vier böse Spieler am Start sind. Ich bin immer noch die Meinung, du lenkst hier mit deiner Quatscherei von deinen Dauer-2-Minus-Dingern ab, was es natürlich uns leicht machen würde, dich um die Ecke zu bringen. Und natürlich habe ich, du warst dafür, dass er mich rausnimmt. Ich bin auch der Meinung, dass du offenkundig, ja, weil du nachts wach bist, auch weißt, dass ich gut war, dich auch die ganze Zeit auf mich eingeprügelt hast, hast rhetorisch alle richtig gut auf die Seite gezogen. Mhm. Und dann hat sich das Blatt gewendet. Kam dieses Ungleichgewicht am Tisch zustande. Und deswegen glaube ich tatsächlich auch, dass die Bösen in der Überzahl sind. Ja. Und dass er hätte rausgenommen als Bauernopfer raus. Er war eh verdächtig irgendwie, das glaube ich schon. Wenn die Bösen jetzt schon in der Überzahl wären, würden die keine Bauernopfer mehr machen. Gewonnen haben sie dann noch nicht, aber sie würden halt noch keine Bauernopfer mehr machen. Wenn sie in der Überzahl sind, können sie sich das leisten. Nein, das ist ja auch gleichzeitig unnötig. Dann versuchst René, du mit dem kompletten Team René zu gewinnen. Ist böse. Wir sind noch 6 Leute. Nee, Balder. Balder ist böse. Sie waren zu dem Tag noch 7 Leute. Hätten sie nicht René rausgekickt, sondern sie hätten irgendwen anders rausgekickt, hätten mit 6 Leuten einfach gesagt, jo, wir sind noch 4 Leute, ihr könnt es nicht mehr töten, wir haben gewonnen. Fertig, dann wäre das Spiel vorbei. Oder zumindest, auf jeden Fall kann man es dann super sicher nach Hause reiten. Ja. Und das ist ja Quatsch an der Stelle. Ich will noch mal sagen, ich weiß, dass, wie gesagt, ich habe wenig Glaubwürdigkeit, aber hört euch einfach meine abstrakte Theorie an. Ich finde von allen, also für mich von den lebendigen Spielern, ich verstehe Skadis Spiel nicht so richtig. Da gebe ich dir sogar recht. Aber trotzdem, ich finde, wenn ich nur darauf gucke, wie Skadi gespielt hat. Trotzdem möchte ich jetzt auch mal kurz sagen, ich klage Saga an. So, fertig. Und zwar, weil ich mir sicher bin, es ist eine krasse Dezimierung von Verschwörern hat hier stattgefunden. Und ich glaube, es ist ziemlich safe, dass wir das Ding nach Hause fahren. Wir müssen jetzt einfach nur konsequent dabei bleiben. Ich weiß, er ist gut, er ist auch immun, also er kann nicht sterben. Ich gehe davon aus, weil du Hehl gecheckt hast und ihn als gut bezeichnet hast, Hehl auch noch das gemacht hat, was ich von ihm erwartet habe und sich in den letzten Runden ebenfalls als gut dargestellt hat, glaube ich, dass Hehl gut ist. Bei Thor ist das eigentlich ziemlich genau dasselbe Gefühl. Brunhilde und Skadi stehen da noch offen. Aber es ist für uns kein Problem mehr, die rauszunehmen. Mit Hehls Fähigkeiten und allem Pipapo kriegen wir das hier eigentlich noch sicher nach Hause gefahren. Also möchte ich jetzt einfach das Spiel beschleunigen und Saga rausnehmen. Ich unterstütze dich. Danke. Okay, dann kann ich jetzt noch mal was dazu sagen. Also nochmal, ich finde, ich habe eigentlich in der Runde zur Diskussion positiv beigetragen. Was ich sicherlich in der Form vielleicht nicht gemacht hätte, wenn ich gegen euch spielen würde. Ich habe meine Fähigkeit sehr intensiv genutzt und überlegt euch, wenn ihr böse wärt, ob ihr eure Fähigkeit so intensiv nutzen würdet und ob ihr euch so weit aus dem Fenster lehnen würdet. Und ich glaube, ihr wüsstet, das würde nicht passieren. Also ich habe in jeder verdammten Runde meine Fähigkeit benutzt, was wirklich untypisch für mich ist. Es gab Gründe dafür. Ich hätte auch zum Teil das Orakel einfach auf toten Leuten liegen lassen können, ne? Was ich nicht gemacht habe. Ich weiß es nicht. Ich finde, ich habe meine Fähigkeit sinnvoll eingesetzt. Der Heal-Check war schwierig. Ich habe halt auch überlegt, Thor oder Skadi zu checken. Einfach aus Neugier.
Ja, ich würde mich sonst René anschließen, was die Skadi und Brunhild-Theorie angeht. Und ja, ansonsten, sorry, dass ich irgendwie dubios gespielt habe. Okay, Odin hat keine Stimme. Achso. Sorry. Da sind zwei Stimmen, ja, die sind auch schon. Okay, gut, es geht um Saga, rauf ist Oberwelt, runter ist Unterwelt. Das sind zwei Stimmen, ne? Nee, oder das ist ihre eigene, sorry, ich habe nichts gesagt. Ach, okay. Ja. Nur nicht, wenn genau. Verletzt. So, es geht um Saga, Rauf ist Oberwelt und das Unterwelt. 1, 2, 3. Ja. Das ist einfach. Also Chris, der Saga muss seine Stimme auf jeden Fall meiner angleichen. Das heißt, du musst die umdrehen. Ja, das ja. Danke. 1, 6. Ja, dann bin ich raus. 2, 3, 4, 5, 6, Daumen rauf, ne? Es sind mehr runter als drauf, ne? Ja. Richtig, ja. Die Wimmel gemacht. Ich nicht. Was war das? Das gibt es nicht. Okay, dann machen wir die Verschwörerphase. So. Ich bin da. Wundervoll. Dann geht ihr nur noch was Spannendes. Alle haben die Augen geschlossen. Außer die Verschwörer. Die suchen sich das nächste Opfer zur Verbannung aus. Okay. Augen alle bitte auf. Ist gut. Gut, Plättchen zurück. Kann ich das hier liegen lassen? Theoretisch ja. 5. Zum Tor. Welche Zufall? Ich, wie ich telekinetisch den Würfel manipuliert habe. Gut, dann Odin darf ans Werk. Hehl kann nicht verwundet werden, Saga wurde verwundet. Dann ist die Sif dran. Skadi? Auf die Skadi. Wer lebt denn eigentlich noch? Brünhild, Thor. Radi und Njörd. Njörd. Okay, Idun ist verwundet, dann kann der Njörd. Jetzt ein Marker auf der Skadi. Dann vergibt Heimdall die extra Stimme. Da zwingt die Freya. Okay. Ja. Bleibe dabei. Die Freya mag den Tor immer noch nicht. Ich übergebe das Wort an. Genau. Ja. Skadi ist verwundet und darf nicht, deswegen darf der Njörd ein Plättchen von jemand anderem entfernen. Ich darf jetzt auch dieses Plättchen entfernen, richtig? Mhm. Ja. Wenn ich dieses Plättchen entferne.
Dann kann der Loki sich ein Plättchen gönnen. Nein. Dann kann Dvalin jemanden immun machen. Nicht am Zug, weil die verwundet ist. Und die Hehl kann, glaube ich, auch niemanden. Nur Idun ist verletzt und Sagensager. Das heißt, die Hehl kann nichts machen. Das heißt, wir sind rum. All schließen die Augen, außer der Tor. Der schaut bei jemandem in der Oberwelt. Und da lasst die Fraktionskarte. So, geht. Okay. Warte mal bitte kurz, bevor du jetzt sprichst, möchte ich eine Sache sagen. Wenn ich nicht wüsste, dass Njörd gut ist, würde ich ihn jetzt rausschmeißen wollen. Also, mega strange, was da abgeht. Ja, aber... Aber jetzt lass mal bitte die Jasmin. Bevor Njörd spricht, möchte ich... Weiß ich schon. Ja. Ich möchte lieber wissen, was die... Also, ich hatte ja die Wahl zwischen Njörd, Skadi und Brunhild. Ich habe dann auch überlegt, Njörd zu nehmen, aber für mich, also wenn ich das gemacht hätte, bricht für mich einfach alles zusammen, weil ich glaube dir einfach bezüglich Njörd, deswegen hat es keinen Sinn gemacht. Deswegen habe ich mich bei Skadi und Brunhild für Skadi entschieden, weil ich es seltsam fand, dass Sif ihn verwundet und ihm die Plusstimme gegeben hat, weil die Verwundung meiner Ansicht nach in der Phase des Spiels nicht so super viel bringt, außer dass halt er von Hel rausgenommen werden kann, was Hel, glaube ich, zu dem Zeitpunkt nicht gemacht hätte. Ich habe Sif unterstellt, dass es um die Plusstimme geht. Und ich habe bei Skadi geguckt und Skadi ist rot. Also das stimmt nicht. Ja. was für eine Leistung in deiner Stimme? Ja. Was denn davon? Also die Tatsache, dass Jasmin mich gecheckt hat und dann hätte sie sagen müssen, ist grün, vorher einen epischen Dialog gehalten hat, warum, wie man das jetzt aufbereitet. Ja, also wenn man sowas rauskommt, muss man ja auch irgendwie erklären, was der Punkt ist. Dass mich Sif verletzt hat, lag darin, dass man zwischendurch auch gesagt hat, man weiß nichts über mich, und das stimmt auch, und dass dann Hel um sich schießt und mich eventuell verletzt, ja. Das wurde von Njörd weggemacht. Das stimmt. Normalerweise würde ich sagen, ja, aber, klassische also, Überkompensation. Aber Njörd war ja aber klar safe. Ich hatte, bevor alles das passiert ist, habe ich mich schon zwischen euch beiden entschieden, dass einer von euch beiden böse sein muss. Wer von uns beiden? Entweder Thor oder Brünnhild. Die Tatsache, dass Brünnhild aber nicht so hundertprozentig weiß, wen sie da verletzen sollen, wen nicht, und mal auf mich, mal hier hinten Saga, hin und wieder. Martin, soll ich dir jetzt mal ganz ehrlich was sagen? Ne? Deswegen ist Thor Skadi, böse. Soll ich dir mal was ich aber wiederum nicht verstehe, warum da muss Dvalin ebenfalls böse sein. Wurde von Brünnhild gecheckt. Darf ich dir mal ganz ehrlich was sagen? Ich habe auch dich genommen. Es hat auch den Ausschlag gegeben, weil ich dachte, gefühlsmäßig eher dachte, es könnte Brunhild sein. Und weil ich keinen Bock hatte, jetzt auf die Konfrontation. Also ich möchte aber mal was? Kurz... Aber du hast ja gerade durch mich die Konfrontation. Ja, aber darf ich aber mal bitte kurz was anderes sagen? Ich möchte mal sagen, Thor können wir nicht anklagen. Das ist nicht möglich. Ja. Brunhild macht jetzt keinen Sinn in dem Kontext, dass Jasmin Skadi angeschwärzt hat. Njörd ist
hat gerade mega doof geplayt, weil ich hätte gerne gehabt, dass Hel Skadi rausgenommen hätte. Wir hätten Brunhild rausvoten können. Dann wäre das Spiel vorbei gewesen. Ja, das stimmt. Dann wäre das Spiel einfach vorbei gewesen. Das wäre dann durch gewesen. Jetzt müssen wir diese doofe Diskussion. Das stimmt, aber so, wenn ich dann ihn getötet hätte. Es gibt aber. Ich muss ja einem Pfad irgendwann mal folgen. Sonst ja, aber es gibt so, jetzt auch keine andere Möglichkeit, als Skadi einfach rauszunehmen. Also brauchen wir auch gar nicht so lange reden. Wir gucken jetzt, was die Abstimmung bringt, ob die Mehrzahl das ebenfalls so sieht. Darf ich noch mal was sagen? Oder nicht? Ich habe jetzt noch keine explizite Anklage. Nein, weil, wenn du das noch vertreten willst. Wenn Thor wirklich böse wäre, wäre das Intelligenteste, was er hätte machen können, jemanden gut zu sprechen, um noch Verwirrung zu stiften. Weiß ich nicht. Ich Wieso? Das bin mir da gar nicht so sicher, aber das ist mir eigentlich vollkommen egal. Geblieben ist von dem Bösen und deswegen. Wir können Thor jetzt nicht anklagen. Also nein, wir müssen ganz gerne sagen, wissen wir auch noch nichts, ne? Ja, aber wir können jetzt Thor nicht anklagen, also müssen wir etwas machen. Eins, und der zwei, einzige. Drei böse. Die Tatsache, dass meine Argumentation stimmt, macht sie noch sicherer für mich. Nichts zu tun ist jetzt gerade auf jeden Fall der falsche Weg. Nein, nicht mal wenn Thor böse wäre, hätten wir immer noch nicht ganz verloren. Nein, die Aussage war, dass hier drei böse am Tisch sitzen. Ich habe gesagt, dass wir da auf jeden Fall schon verloren hätten. Nein, eins, zwei, drei böse, die wir schon ausgewotet haben. Und da sucht der vierte böse also, vor. Ich bin und dass er immer noch glaubt, dass ich böse war. Und dass du glaubst, dass ich böse war. Ja, aber du hättest mich nicht verletzt, wenn du gut wärst. Ich möchte gerne Martin anklagen. Unterstützt das geben. Ich unterstütze das. Anklage, Jasmin hat sich böse gecheckt. Und wir wollen mal vorwärts kommen. Und deshalb klage ich jetzt an. Bitte verteidige dich. Das geht ja wieder geil zu Ende. Erstmal darf ich mich verteidigen. Die epische Anklagerede von Christian, bestehend aus, ich möchte von Heimdall, ich möchte gerne das Spiel zu Ende bringen. Deswegen klage ich Skadi an, ist Bullshit. Ich weiß, dass ich ein Beschützer von Asgard bin. Thor hat mich definitiv falsch gecheckt. Das ist so. Und deswegen weiß ich, dass Thor böse ist. Und Sif ist ebenfalls böse. Sonst hätte sie mich nicht verletzt. Also es gibt auch keinen Grund, warum man Skadi verletzen sollte. Ich spiele die ganze Zeit so, dass mal Nerd zum Zuge kommt, dass Hel zum Zuge kommt. Wir wissen, Hel ist gut. Ja, der Schutz da auf Hel, ne, ist einfach nur sich einschleichen wollen in andere Teams. Und das wird konsequent verhindert. Und von Thor, ich möchte die Welt brennen sehen über Idun, ist einfach nur schön, um die Beschützer von Asgard herauszuworten. Und deswegen solltet ihr mich in der Oberwelt belassen, in der nächsten Runde Thor verbannen und dann ist die Sache auch erledigt. Okay, ich habe zwei Stimmen. Idun hat keine. Wir wissen, was wir zu tun haben. Rauf ist Oberwelt, runter ist Unterwelt. Es geht um Skadi. Eins, zwei, drei. Oh. Ziemlich eindeutig. Sehr vernichtend, ja. Müssen wir noch mit Nachtphase gehen? Wenn du der letzte Verschwörer warst, nicht mehr. Wenn du nicht der Verschwörer warst, dann. Du brauchst mir das Spiel nicht zu erklären, aber. Gut, Verschwörer war es. Okay. Das wäre doch noch ganz interessant, wa? So. Die Verschwörer erwachen und wählen sich jemanden zum Verbannen aus. Augen bitte schließen. Augen bitte öffnen. Ja. Erstmal nein. Achso. Erstmal werden die Fähigkeiten ausgespielt. Ja, das ist richtig. Im Moment, ich muss das hier zurückgeben. Das muss ich zurückgeben. Ich krieg meine. Sechs bitte. So ist gar nicht. Okay. Okay, Hallo? Mhm.
Wann ist das Spiel genau nochmal vorbei? Das ist eine Regelfrage. So. Ich habe die Regel nicht so. Wenn alle Verschwörer tot sind oder alle Guten tot sind. Instant, okay, danke. Gut. Wer ist dran? Odin. Aber wenn das richtig ist, was du gerade gesagt hast, ist das Spiel vorbei. Nein, es sind nicht alle. Das Spiel ist nicht vorbei. Alle Bösen sind tot oder alle Guten sind tot. Ja, alle Guten sind tot. Exakt. Ja. Wow. Ja. Alle Guten sind hier. In dein Gesicht. Ja. Hier. Möchte ich ganz gerne mal. Nice. Ja. Moment, wer hat das? Was? Das gibt es nicht! Was ist das denn? Wow. Gott, der hat so scheiße gespielt! Ja, woran hattet ihr gelegen? Das fragen die Leute immer, woran ihr gelegen hat. Ich bin auf jeden Fall gut gewesen. Allerdings habe ich ganz wenig Möglichkeiten gehabt, am Ende hinaus mitzuspielen, nachdem man mich quasi in die Unterwelt verbannt hat, zu Unrecht. Ich habe es ja auch die ganze Zeit herbeigeschworen. Hatte ich quasi gar keine große Chance mehr. Ich wurde die ganze Zeit vom Tor gesperrt und konnte dann auch bei der Abstimmung nichts mehr wirken. Und es hat auch keiner mehr zugehört, was ich gesagt habe. Also in dem Sinne, ja, miese Brise auf jeden Fall für mich. Mal gucken, was die anderen dazu zu sagen haben. Wie ist es gelaufen? Ich war auch bei den Beschützern von Asgard, also in der Überzahl, aber natürlich ist es für die Beschützer auch ganz schön schwierig, sich alles zu überlegen und herauszufinden, wer die Bösen sind. Wir haben es teilweise ganz gut gemacht, teilweise nicht so gut. Es gab ein paar entscheidende Stellen, wo es die Bösen geschafft haben, uns erstmal den armen Digger, die Idun, irgendwie rauszuboten und ihr auch einfach nicht mehr zu glauben. Das war natürlich schon penetrant gut für die Bösen und ja, dann haben sie später noch ganz gut den Dwalin versteckt, dass er bei ihnen ist, indem sie den auch selber noch rausgeschmissen haben und so. Sie haben es schon alles ganz gut gemacht und da waren wir echt teilweise auf der falschen Fährte. Gut geschafft haben wir, die Sif eindeutig zu identifizieren, als es einen Widerspruch gab zwischen zwei Leuten. Leider hat sich dann der Odin auch noch selbst irgendwie ziemlich in den Schlamassel geritten mit dem, was er so gemacht hat. War leider auch bei uns. Wir haben das interpretiert als Böshaftigkeit, was leider nur wahrscheinlich ein Spielfehler war. Ja, so kann es gehen. Die große Erkenntnis bei dem Spiel, wenn man das mehrfach spielt, man lernt auf jeden Fall, Dummheit und Bosheit sieht oft gleich aus im Ergebnis. Es ist sehr gut ausgegangen. Ich bin böse gewesen und es ist super gut gewesen, denn wir haben mich tatsächlich als einen der ersten selber rausgevotet. Die Bösen haben mich rausgevotet, ich war auch dafür. Und das hat zur Folge gehabt, dass nachher alle Leute mir vertraut haben, weil sie gedacht haben, naja, der ist rausgevotet worden und jemand anders hat ihn vorher gecheckt. Und deswegen konnte ich das ganze Spiel über irgendwie beliebige Aktionen machen und keiner hat überhaupt jemals gedacht, dass ich es vielleicht dann doch sein könnte. Und als sie es vielleicht gedacht hatten, war es dann irgendwie auch zu spät. Zum Schluss waren zwei Gute, zwei Böse über und das Ergebnis war dann, dass die Bösen gewonnen haben. Ich freue mich sehr darüber. Ja, Jones nochmal. Wie gesagt, ich war die Sif. Hier dann noch die Auflösung. Ich war natürlich im bösen Team, wie es sich gehört. Ja, Schlüsselmomente. Ich habe dann zwischendurch irgendwann den René, der war, glaube ich, Balder. Den habe ich dann, wie heißt das? Ich habe dann halt gesagt, dass er der Böse ist. Dass den anderen ein bisschen böse aufgestoßen. Hat dann auch zu meinem Rauswurf geführt. Aber letztendlich hat das, glaube ich, hintenrum so ein paar Fäden gezogen, die dann im Nachhinein doch dazu geführt haben, dass einer von den Guten auch noch rausgeflogen ist und wir den Sieg nach Hause fahren konnten. Let's go. Ich habe Saga gespielt und ich war auf der guten Seite. Und das Spiel ist dementsprechend für mich eher schlecht gelaufen. Ich habe auch die ganze Zeit eigentlich keine Ahnung gehabt. Die meisten Sachen, die ich gesagt habe, waren im Nachhinein falsch und viele von den Entscheidungen, die ich getroffen habe, waren eher dürftig. Ich kann nur sagen, ich bin echt beeindruckt von den Verschwörern, die haben echt super gut gespielt. Und ja, was würde ich anders machen? Ich hätte wahrscheinlich echt Jasmin checken sollen statt Hayo, als ich die Chance hatte, mal selber zu orakeln. Und das war echt ein Schlüsselmoment, wo ich einen schweren Fehler gemacht habe, vielleicht. Ich habe jemand Gutes gespielt. Ja, nicht allzu erfolgreich. Ich habe die ganze Zeit keine Gruppierung sehen können. Und wenn ich eine Gruppierung gesehen habe, waren die nicht miteinander verbandelt. Ja, es ist ein sehr lehrreiches Video, wie man es für die Guten nicht spielt und wie man für die Bösen sehr gut spielt. Ja,
Ich hatte keine Ahnung. Hallo Leute, ich bin's nochmal. Ich war gut und ich bin am Ende gestorben. War nicht so cool. Und ich fürchte, dass es auch nicht so gut ausgegangen ist, wie ich das gerne gehabt hätte. Vielen Dank. Ja, ich fühle mich so ein bisschen bedröppelt. Zum einen, weil ich verloren habe, denn ich war leider auf der guten Seite. Oder eigentlich, ja, voll auf der guten Seite. Naja. Problem war halt, dass wir alle den falschen Guess auf das Game hatten, außer halt die Bösen. Ja, und dann kommt halt manchmal so ein Murks bei raus, wenn man da Mist spielt und alle falsche Spielzüge machen. Ja, ich finde, das ist ein gutes Spiel. Es war sehr verwirrend. Man hat nicht sofort durchschaut, wer zu welcher Gruppe gehört. Und aus meiner Sicht ist es gut ausgegangen. Und meine Partei ist die. Und ich war in dem Team der Guten. Ja, ich habe wahrscheinlich den großen Fehler gemacht, da ich tatsächlich durch diesen doofen Move in der zweiten Runde gedacht habe, dass Baldur und Nerd zu den Bösen gehören und ich mich da voll drauf eingeschossen habe, habe ich dann wahrscheinlich doch ziemlich gut das Spiel in die Richtung der Bösen gelenkt, was natürlich dann für uns hinterher nicht gerade sehr gut ausgefallen ist. Passiert. C'est la vie. Tot ist sie. Eiskalt erste Runde abgemurkst und dabei war sie doch so auf dem roten Weg. Ich habe immer diese Scheißkarte bei der richtigen Eulen platziert. Tor war es von Anfang an, ich wusste es und keiner hat mir Gehör geschenkt. Vielleicht muss ich mein rhetorisches Mittel der Kommunikation einfach noch etwas besser ausschöpfen. Gut ist sie und tot ist sie. Und damit bin ich raus. Ja, aus meiner Sicht ist es natürlich ganz hervorragend gelaufen. Die Verschwörer haben gewonnen, Asgard ist untergegangen und es war alles super. Ganz tolles Spiel, hat enorm viel Spaß gemacht. Vor allem sich die ganze Verwirrung anzugucken, dass alle anderen ständig über andere Dinge diskutiert haben, während wir irgendwie ganz locker unser Ding gemacht haben und dann später mit zwei überlebenden Verschwörern gewonnen haben. Das war schon sehr, sehr spaßig. Ich habe heute bis zuletzt überlebt. Als Guter erwartet man das auch von einem. Die letzte Anklage, die natürlich aus niedrigeren Gründen mich in die Unterwelt verbannt hat, hat kein Hand und Fuß gehabt. Und an meiner epischen Rede lag es definitiv nicht, dass ich verbannt worden bin. Und ja. Ich möchte festhalten, dass ich andauernd zu Unrecht beschuldigt wurde. Ich habe tatsächlich, glaube ich, diesen Gott noch nicht wirklich viel gespielt, noch nicht wirklich intensiv, deswegen war ich auch erstmal überrascht, dass ich Hel umbringen kann, wenn sie verletzt ist. Aber daraus haben sich sehr viele interessante Gelegenheiten ergeben, die mich immer wieder an die Klippe des Umbringens oder Umbringenwerdens gestoßen haben. Aber ich habe immer gut gespielt und letzten Endes hat sich alles, was ich gemacht habe, als gut herausgestellt. Deswegen bin ich umso trauriger, dass wir leider verloren haben.